ich habe auch nur Gutes zu berichten über den Mann, auf den ihr alle schon verzweifelt wartet seit vielen, vielen Minuten. Jetzt dürft ihr endlich hier bei uns sein, natürlich der Dritte im Creepjack-Trio. Hallo Slash! Jack, hallöchen. Ah, da ist er doch. Hallo, jawohl. Hallo. Schlechte News bekommen, aber bin dann doch da. Ja, ich hatte mein Auto ja zur Reparatur gebracht, deswegen bin ich auch ein bisschen später hier. Und das Dumme ist, man muss den Leuten ja immer so vertrauen, ne? Ich habe ja keine Ahnung von Autoreparatur. Ja. Und ja, also ich habe ja keinen TÜV bekommen vor 2 Wochen, deswegen hatte ich jetzt den Termin gemacht. Und dann meinte, oh ja, alles Pillepalle, geht alles so und so. Und ja, meine Bremse hinten links ist wohl komplett eingerostet, alles voll mit Rost. Er sieht aber keinen Schaden. Das heißt, meine Bremse muss wohl jetzt über Nacht eingelegt werden in magische Chemikalien, die Anti-Rost machen. Und er hofft, dass es dann morgen wieder gut ist. Ansonsten brauche ich eine komplett neue Bremsanlage und dann sind so ungefähr 600 Euro nochmal weg. Muss ich jetzt abwarten bis morgen. Bitte. Ich meine, du hast ja irgendwie schöne Subs raus für Slash. Ja. Ich meine, du hast ja auch mal irgendwie über Nacht 3.000 Euro für eine neue Grafikkarte ausgegeben, dann wird das jetzt auch nicht so das große Problem sein. Es waren 2.600. Ja, aber da hatte ich die. Jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub, weißt du, ich bin seit Monaten krankgeschrieben hier und jetzt nochmal, ach du Scheiße. Ja, egal, hoffentlich klappt das, muss ich mal gucken morgen, aber hilft ja nichts, ne? Ich muss ja, irgendwie muss ich ja mobil sein, ne? Na klar, natürlich. Ja, schwierige Nachrichten aus der Kfz-Werkstatt, aber gute Nachrichten in der Warcraft 3-Welt. Wir haben einiges zu berichten, würde ich sagen. Vieles ist passiert letzte Woche und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein in unser Segment Warcraft 3 News. Jannis, was ist passiert? Was habt ihr denn letzte Woche besprochen? Gar nichts. Okay, cool. Dann fangen wir doch an mit unserem guten Freund Mike. Mike ist der Präsident von Blizzard. Und der hat ja schon, wir haben über ihn schon ein paar Mal gesprochen. Und zwar, als er World of Warcraft gespielt hat, da wurde er immer im Chat mal gefragt, hier, Mikey, wie sieht's eigentlich aus mit Updates für Reforged? Und da hat Mikey immer gesagt, ja, ich stupse das Team mal an. Und dann hat er ein paar Wochen später gesagt, ja, also da kommt was, aber ich will jetzt auch nicht fürs Team sprechen und so. Jetzt hat er fürs Team gesprochen, der gute Mike. Und ich habe das mal auf Twitter geholt. Zack, hier ist das. Aber ist Ding. Aber nicht Mikrofon, oder? Kann Slash wieder gehen. und zwar hat er geschrieben, du oder ihr werdet von uns hören im Juni. Das ist diesen Monat. Das heißt, es gibt Updates, News zumindest. Ich sag nicht, dass hier ein Patch kommt oder so. News wird es geben in diesem Monat. Ja, das ist natürlich die große Frage. Das kann jetzt natürlich alles sein. Von Patch über Features werden nachgereicht über Warcraft 4. Die Spekulationen kochen hoch. Ja, aber Jannis, du sagst doch immer, du bist der Prophet. Was kommt denn dann da? Habe ich in einem Podcast mit Carsten schon besprochen. Der kommt heute Nacht um 12. Cliffhanger. Das ist gut. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Müssen wir jetzt warten, um deine Antwort zu bekommen, oder was? Nein. Also, man kann ja erstmal, also das Minimale ist, denke ich mal, ein Balance-Patch, weil das relativ easy ist, an so ein paar Nummern zu schrauben. Also ich sag, die machen am 30. Juni eine Ankündigung, dass sie im Dezember eine Ankündigung machen werden. Also ich glaube, was realistisch ist, ist auf jeden Fall was Balance-mäßiges. Dann auch eine Rank-Ladder, dass die mal kommt. Die war ja schon irgendwie so halb fertig. Die dann natürlich, also meiner Sachen noch nie so gut sein kann wie die W3 Champions-Ladder, die wir schon haben. Aber für die ganzen Casual-Leute, die jetzt kein Creepjack gucken oder die E-Sport-Turniere, die nicht wissen, was W3 Champions ist, wird das natürlich eine feine Sache. Viel mehr erwarte ich nicht. Es gibt aber ja immer noch hartnäckig die Gerüchte um gedatete Classic-Graphics mit mehr Details und Polygonen und so Quatsch. Da bin ich mal gespannt, ob Vicarious Visions da vielleicht ein halbes Jahr dran gearbeitet hat und jetzt auf einmal alles neu und shiny wird. Aber, also wenn das passiert, dann bin ich schon beeindruckt. Ich meine, Jannis, du bist ja als Prophet eher, sag ich mal, spiritueller Anführer, ja? Also du sprichst da mit den Geistern, mit den Engeln. Mhm. Ich bin da eher ein bisschen rational und versuche wirklich die Hinweise zu lesen. Und was mir auffällt bei dem Tweet von Mike Iabara, ist der Punkt. Er hat geschrieben, you'll hear from them soon, Klammer, und dann Punkt. Kein Ausrufezeichen. Normalerweise sind solche Sachen immer, ah, you'll hear from them, it's great, kommt ein Ausrufezeichen. Das
scheint mir eher so verhalten zu sein. Der weiß ja, dass seiner ganzen Community gerade News gibt, die sie seit Monaten und Wochen erwarten. Und da ist nicht mein Ausrufezeichen drin. Da ist nicht mein, hey Leute, es wird geil. Sondern ihr hört von denen. Das klingt für mich eher so ein bisschen nach einer Slash beim Kfz-Mechaniker-Situation, ehrlich gesagt. Vielleicht sind es auch negative Nachrichten. Vielleicht wird Warcraft eingestampft. Niemand weiß es. Mal gucken. Ja. Aber du hast ja gerade schon Balance angesprochen, Janis. Da war ja auch richtig viel los jetzt die Woche. Ne? Irgendwie hat jeder, der halbwegs irgendwie Rang und Namen hat in Warcraft, seine Patch-Notes veröffentlicht, nachdem Remo da jetzt irgendwie vor knapp zwei Wochen nach der ESL Meisterschaftsfinals eine Lawine losgetreten hat. Und du hast auch welche, habe ich so halb jetzt so im Discord nebenher mitbekommen, oder? Nö, ich arbeite noch dran. Also mein Approach ist, ich warte erstmal ab, bis jeder Hans und Franz seine Balance-Patches, seine Fantasy-Patch-Notes gepostet hat. Dann suche ich mir aus allem das Beste raus, sag, warum andere Sachen Quatsch sind und dann bin ich am Ende der Großartige mit dem perfekten Balance-Ansatz, wo keiner widersprechen kann, mit den besten Ideen. Stark. Finde ich gut, aber ganz ehrlich, ich habe mir wirklich nur, Remo habe ich mir komplett durchgelesen, bei Happy habe ich nur so die Highlights gelesen und alle anderen, muss ich sagen, ist mir dann auch zu viel, weil irgendwie jeder jetzt irgendwie was raushaut, aber auf deine bin ich echt gespannt, ich glaube, deine würde ich mir wirklich durchlesen, komplett. Ja, meine sind super, ich habe nur das Problem, ich nerf zu viel, da muss ich noch irgendwie eine Balance in der Balance finden, aber ja, Happy hat seine Balance-Patches auch rausgehauen, ich glaube, über Remo haben wir schon mal gesprochen, dass das zwischen ganz okay und hanebüchend ist. Happy ist next level. Also, was der da rausgehauen hat, Wahnsinn. Ich glaube, er hat eine Donation bekommen. Unverwundbare Akolyten, finde ich super. Ja. Ich glaube, ja, er hat eine Donation. Unverwundbar, solange sie Gold abbauen. Genau, also ich glaube, er hat eine Donation bekommen, um das zu tun, weil freiwillig wird er natürlich so ein Content nicht machen. So, und du siehst so, dass er eine Map öffnet und dann ist es. So, verdammt, jetzt muss ich ein bisschen denken und reden und kann nicht nur spielen. Ja, dementsprechend sieht dann auch seine Patch-Notes aus. Ich habe das Ganze aufgeschrieben, was er so gesagt hat und das auf Reddit gepackt, auf /WC3. Und dann sind da so Sachen bei wie, Ghule brauchen Magic-Immunität auf Tier 2 oder Tier 3 und auch eine höhere Resistance gegen Piercing und so. Also, das kann kein Mensch ernst nehmen. Also, wer über Remo schon den Kopf geschüttelt hat, das hier kann kein Mensch ernst nehmen. Das ist undurchdacht, unkreativ, sehr einseitig, unreflektiert und ein Game Designer wird aus dem Mann nicht mehr. Ja, und Grubby hat gestern auch nochmal viele zusammengefasst und auch so von Law Liot und so was vorgelesen und kommentiert und so und dann nochmal ein bisschen was zusammengefasst. Also kommt bestimmt auch bald ein Video, kann man sich auch nochmal so einen Gesamtüberblick schaffen. Aber ich finde es ja cool, dass wirklich so diese Balance-Diskussion von Undead OP sich weiterentwickelt zu konkreten Vorschlägen und was man machen könnte und in welche Richtung es gehen könnte. Und von daher bin ich mal gespannt, was davon aufgenommen wird und ob davon was aufgenommen wird oder ob am Ende diese Leute auch tatsächlich das balancen müssen. Ja, mal gucken. Wenn es ein Community-Balancing gibt. Es ist ja nicht nur, dass jeder jetzt so seine Meinung beiträgt, wo man ganz deutlich dran erkennen kann, dass die Community ja nach einem Patch schreit, also der Bedarf ist auf jeden Fall riesig momentan. Sondern es wurde ja auch jetzt eine neue Map veröffentlicht, nämlich RemoCraft heißt sie, glaube ich. Nämlich Northern Isles mit Remos Patch Notes drin. Also die Map kann man sich runterladen und dann quasi Remos Patch spielen. Die ist schon auf W3 Champions, wenn man da ein Custom-Game aufmacht. Ist noch nicht alles hundertprozentig drin, aber Shoutout an die Leute, die sich da zusammengerauft haben. Und ich finde, also ob wir jetzt ein Community-Balance-Patch machen oder nicht, ist ja erstmal egal, weil was gerade passiert ist, dass ganz viele Leute brainstormen und dann hat man irgendwie so eine Art Konsens am Ende der ganzen Geschichte und es sieht ja ganz stark danach aus, dass Blizzard jetzt irgendwie lebt und irgendwas mit dem Spiel macht und sollte dann irgendwann irgendjemand auf irgendeinen von uns zukommen, dann kann man sagen, Freunde, hier, wir haben schon mal gebrainstormt, Hivemind Community, das hätten wir gerne unbalanced und dann müssen die das nur noch umsetzen, einmal so einen Haken dran machen. Und wenn die es nicht tun, dann haben wir eine gute Foundation für eine Community Balance. Von daher Win-Win, Win-Win-Win-Win-Win. Ja, es tut sich auf jeden Fall was. Es geht voran. Und ja, nicht nur das ist passiert, auch Offline-Event war da. In Köln war das Experion Craft Nummer 5, was ziemlich cool war. Ich war ja selber vor Ort, durfte dort casten, neben Sparta, der es auch gecastet hat. Könnt ihr euch noch auf den Twitch-Channels entweder von mir auf Englisch oder bei Sparta auf Deutsch angucken. Was auch ein cooles Event war, was ziemlich viele geile Games auch hervorgebracht hat. War schön, die Leute mal zu treffen. Kevin vom Team Rocket Beans hat es mal wieder in die Playoffs geschafft, in die Top 4.
Yes. Obwohl einige ihm das nicht zugetraut haben. Aber ich habe von Anfang an gesagt, der ist gefährlich. Und er hat es hingeschafft. Also Platz 3 wurde nicht ausgespielt, aber er hat es ins Halbfinale, bis ins Halbfinale geschafft. Finale war dann Todd gegen Starbuck, wo sich Starbuck zum Ende durchgesetzt hat. Und ja, die Spiele kann man sich auf jeden Fall alle noch angucken. Und was ganz zum Schluss noch groß angekündigt worden ist von Ente, dass es ein Experion Nummer 6 geben wird. Und da gibt es eine kleine Änderung, nämlich das Experion 6 wird nicht nur ein Tag sein, sondern es wird über mehrere Tage dauern. Und es gibt mehrere Turniere, unter anderem auch ein 4-on-4-Turnier dann im Experion. Alles Weitere werden wir im Laufe der kommenden Wochen noch erfahren, in Janis Podcast, in meinem Podcast, hier bei Creepcheck natürlich auch. Wir bleiben da dran. Wir haben schon ein paar Hintergrundinfos. Ich kann sagen, das wird geil, das wird groß. Mehr darf ich aber noch nicht sagen. Da muss ich warten, bis Ente uns das grüne Licht gibt. Aber da baut sich auf jeden Fall auch noch was ganz Großes auf. Und jetzt am kommenden Wochenende haben wir auch noch die ESL-Meisterschaftsrelegation. Die kommt auch noch auf uns zu, Samstag und Sonntag, auch gecastet von Janis und mir. So. Sehr cool. Dann werde ich vielleicht auch mal vorbeischauen, Experion. Ich wollte dieses Mal eigentlich auch schon kommen, aber dann hatte mein Zug so viel Verspätung, dass ich erst ganz spät in Köln angekommen bin. Und er hatte dafür zumindest lange die Ehre, bei ICE-WLAN dieses Event zu schauen, was auch zweifelhaft war. Aber er waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Spiele. Also holt das auf jeden Fall nach. Lohnt sich. So ist und es. Mit, und diese mit dem 9-Euro-Ticket gefahren? Und ihr müsst, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da eine Trophäe gibt oder so. Also, ob man so einen Pokal am Ende bekommt, weil ich hätte einen Vorschlag, was dieser Pokal sein könnte. Eine Rolltreppe. Und zwar eine Rolltreppe, ganz genau. Ja, es muss die Rolltreppe sein, weil man weiß immer, ob man gerade einen Cast vom Experion schaut, weil man immer dieses einfach dieses doppelte Quieken immer hat und allein Slash, du saßt da 9 Stunden lang und hast gecastet. Boah. Also das Krasse war, ich habe es ja irgendwann gelernt auszublenden, weil ich arbeite ja auch auf Intensivstationen, man blendet irgendwann auch die Alarme aus und so, das kennt man, das kann ich einfach, ja. So, aber Duro kam ja dann zu mir und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Tonabfolge in diesem Quietschen genau der Melodie ähnelt von Star Wars Episode 4, wie Luke das erste Mal so aus seiner Farm rauskommt, wo diese beiden Sonnen untergehen. Diese Melodie, es ist genau die Tonabfolge und wenn dir das einmal sagt und du hörst es dann die ganze Zeit, hörst du es immer wieder und das hat es noch schlimmer gemacht. Ey, wie kann der Mann dir auch Star Wars kaputt machen? Weil immer wenn du jetzt Star Wars siehst, denkst du ans Experion. Ja, auf jeden Fall. An Rolltreppen, denke ich dann. Aber sie haben dieses Mal was versucht. Das sind ja 2 Rolltreppen, eine hoch, eine runter. Die haben dieses Mal sogar versucht, das zu ändern mit den Geräuschen, indem sie die normalerweise runtergeht, umgedreht haben, dass die hochgeht und die, ja, also quasi versetzt haben, aber hat nicht geholfen und trotzdem gequietscht. Oh, ja, Mann. Der Juni wird auf jeden Fall ein wichtiger Monat für Warcraft 3-Fans wegen der Ankündigung, aber der Juni wird vielleicht auch ein wichtiger Monat für alle RTS-Fans im Allgemeinen. Ach, Florentin, denn das ist natürlich ein, also du bist ja schon ja Moderationsgott, ne? Na klar. Denn es gibt natürlich neben Blizzard noch eine andere Firma, auf die wir unsere ganze Hoffnung projizieren, nämlich eine Firma, die es besser machen will, zumindest angekündigt hat, und das ist Frostgiant Studios, wo viele alte Entwickler RTS-Legenden hingewandert sind, um ein neues RTS zu bauen. Und die haben jetzt angekündigt, dass am 9. Juni sie in einer Weltpremiere ihr neues Spiel ankündigen möchten. Das erste Spiel von dieser Frostgiant Entwicklungsstudio-Firma. Da seht ihr es auf Twitter, beim Summer Game Fest wird das Ganze passieren. Nächsten Donnerstag, also genau in einer Woche, um, ich glaube, 20 Uhr europäischer Zeit, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich nicht so viel gezeigt werden. Oh, es ist, glaube ich, Mitternacht. Anyway. Es wird wahrscheinlich nicht so viel gezeigt werden. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie Ingame-Content sehen oder so. Aber ich will einen Namen und ich will das Setting. Ja, also, ich will auch Genre. Ich will Western, Sci-Fi. Ja, genau. Das sind, glaube ich, die 2 Fragen, die dann nächste Woche beantwortet werden. Setting und ob es Heroes gibt oder nicht, will ich wissen. Und wenn wir, können also mal, wir können jetzt mal unsere 3 Prophezeiungen loslassen. Dann können wir nächste Woche mal gucken, wer am nächsten dran ist. Okay. Für Setting oder was? Setting und ob es Helden gibt oder nicht. Ich sage, es ist Zukunft. Ich sage, es ist Zukunft, Sci-Fi, Roboter, Monster, Alien-Rasse, eine Alien-Rasse, eine Cyber-Rasse, sowas in der Richtung, glaube ich. Ich glaube das und nicht, weil dann wäre es zu doll an StarCraft und es wird sowieso, also jeder RTS-Fan wird das Spiel vergleichen mit Warcraft 3, StarCraft 2 und Age of Empires. Und wenn dein erstes Spiel direkt mit dem Platz hier direkt verglichen wird, auch im Setting, sondern also nicht nur vom Genre, sondern auch vom Setting, ist es, glaube ich, zugleich. Und du kannst eigentlich nur verlieren gegen StarCraft 2. Von daher glaube ich nicht, dass es so ähnlich wird,
Ich habe aber auch gedacht, dass es eher Richtung Sci-Fi geht als Richtung Fantasy. Und auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es zu realistisch ist, weil dann bist du zu nah an Age of Empires. Ich glaube, das ist so eine Art Cyberpunk. Sowas ähnliches wie Ultracore vielleicht, was man hier von den Rocket Beans kennt. Okay. Sowas in der Richtung. Also da kannst du dann Fantasy-Elemente haben, kannst Sci-Fi-Elemente haben, so eine Mischung. Cyberpunk oder Steampunk? Was hast du jetzt gesagt, Janis? Cyberpunk oder Steampunk? Cyber-Steampunk. Cyber-Steampunk, okay. Ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Also wünschen würde ich mir als großer Star-Wars-Geek und momentan ja auch jemand, der voll auf Star Trek gerade ist, ich würde mir wünschen, dass es irgendwie was im Weltraum wird, wo man sich mit Schiffen bekämpfen kann, eventuell auch dreidimensional, so nach oben und unten, das fände ich ganz geil. Mhm. Aber ich glaube, es wird Postapokalypse. Eine postapokalyptische Setting, eventuell irgendwie nach dem Atomkrieg oder so mit einer Rasse, die so atomar verseucht sind und irgendwelche Zombies haben oder sowas. Dann die Rebellion vielleicht und das überlebende Imperium, sowas irgendwie, so postapokalyptisch, sage ich, für das Setting. Okay, ich bin sehr gespannt, wer da am nächsten dran ist auf jeden Fall. Und wir freuen uns, in welche Richtung. Da müssen wir uns natürlich gucken, wie unser Format dann heißen könnte, wenn es sich plötzlich um ein anderes Spiel dreht oder was in der Richtung wir machen können. Aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. 9. Juni für euch auf jeden Fall. Datum dick im Kalender anstreichen. Und der Juni im Allgemeinen für Warcraft-Fans natürlich auch noch die Möglichkeit. Ja. Aber das war's soweit an News. Oder habt ihr noch was? Warte. Ja, also wenn ihr gerade schon euren Kalender draußen habt und den roten Stift mit dem Herz schon am 9. Juni rausgehauen habt. Ich habe, glaube ich, am Montag, das ist Pfingstmontag, 6. Juni, 6.6. um 6 Uhr abends, kleines Announcement auf unseren Socials. Also da. Schwörst du da einen Dämon? 6.6. 6 Uhr oder so? Machst du da irgendwie was? Es wird was beschworen. Das ist wohl okay. Wahr. Also, ja, das ist. Wird gut. Mehr sage ich. Bin gespannt. Der Dreadlord kriegt einen Patch. Ja, gut. Wenn wir dann durch sind, dann kommen wir zum nächsten Teil der Sendung, nämlich meinem Ligaspiel. Jo! Und da steht ein bisschen was auf dem Spiel für mich, weil ich glaube, es hängt so ein bisschen mein Abstieg ab. Also, falls ich muss eine Map holen, um nicht abzusteigen. Ich habe keinen Bock abzusteigen. Wir schauen mal, wie es läuft. Ich bin echt aufgeregt, muss ich sagen, weil viel dranhängt. Ich habe trainiert. Wir haben gestern auch ein bisschen gespielt, Slash. Es geht gegen Ork das Ganze und mal gucken, in welche Richtung es geht. Ich bin sonst immer so, ich knick ein unter Stress. Ich hoffe jetzt einfach, dass das nicht passiert und es einigermaßen gut läuft. Aber mal schauen. Wie heißt denn die Tipps, die wir gestern gegeben haben, und wenn du so spielst wie im letzten Game, dann holst du das Ding. Okay, das ist nett. Wer ist denn dein Gegner? Guranga heißt der Gute. Ist mein letztes Match in dieser Liga. Allerletzte Liga-Match für mich in dieser Saison. Es entscheidet sich nochmal, ob ich ausharre oder absteige. Ja. Game ist schon schön, offen alles. Ihr könnt auch gerne einsteigen, wenn ihr Bock habt. Wäre natürlich schön, wenn du das überlegst und wir beide nächste Season in Liga 4 sind. Also, ja. Auch für so die Gesundheit der Sendung, Florentin, wäre das jetzt ein bisschen wichtig, wenn du jetzt hier einen Punkt holst. Okay, gut, dann mache ich das dafür. Das reicht mir als Motivation. Ja, ich bin drin. Die 1, Janis. Ja. Es wird schon gesagt, Florentin, du siehst heute spritzig aus. Ich fühle mich auch so, aber ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Straße bringe. Das weiß keiner. Heißt das, der hat gedopt oder was heißt das? You never know. So, wir sehen jetzt Tidehunters, danach Last Refuge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, weil ich bin echt ein bisschen nervös. Und deswegen auch hier nochmal die Anmerkung, falls ihr die Caster-Perspektive sehen möchtet, tut das auf Back to Warcraft bei Janis. Und falls ihr die First-Person-Perspektive sehen wollt, könnt ihr bei mir bleiben, Florentin Bill. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich dir auch. Tschüss. Jawohl. So. Da bin ich ja mal gespannt. Uns. Ja, sind wir unter uns. So, jetzt kann ich ja mal endlich noch mal sagen, es ist schön, dich auch mal wieder hier zu haben. Es ist ja schön, danke, dass du wieder gesund bist. Danke. Das freut mich sehr. Ich habe dich vermisst im Experion. Ich habe euch auch vermisst. Ich war ja die ganze Woche, also den ganzen Tag mit auf dem Stream, auf allen Streams auch. Ja. Das tat schon im Herzen weh, dass ich da nicht habe. Und ich habe auch gehört, die Aftershow-Party war wild diesmal. Ja, wir haben dieses Mal tatsächlich vom Experion selber zum Schluss, kamen da auf einmal noch 3 Kisten an.
die wir dann im Experion selber noch verköstigen konnten. Und danach sind die Jungs noch losgezogen. Ich bin aber alt und kaputt und so und darf sowieso keinen Alkohol trinken. Und deswegen bin ich tatsächlich dann nicht mehr mit in die Kneipen gezogen, sondern habe Skarsner und Starbuck noch nach Hause gefahren, beziehungsweise meine Frau hat die beiden nach Hause gefahren, ich bin nur mitgefahren. Und dann ging es auch Richtung Heimat. Und der Icy, der hat ja bei mir geschlafen und der hat ja vorher sowieso den ganzen Kühlschrank da gekillt im Experion. Jo, das habe ich gesehen, der war auf jeden Fall gut drauf. Ach Leute, endlich wieder Creepjack. Wir schauen, was Florentin hier so leistet. Guranga oben links in gelb, Florentin unten rechts in blau. Es wird ein Fest. Ja, ich kann. Also Florentin hat es ja schon gesagt, wir haben gestern Abend, haben wir, ich glaube, 5 Games gegeneinander gemacht. Noch zum Trainieren, zum Warmspielen. Und wurde immer besser. Die ersten 4 habe ich gewonnen, das 5. hat er dann gewonnen. Und ich bin gespannt, ob er die Strategie fährt, die er im 5. gefahren hat. Nämlich die Echse auf T2 und mit Dryaden dann geballert. Bin mal gespannt, ob er das jetzt auch macht gegen Guranga. Bei Guranga sehen wir auf jeden Fall, es wird eine Headhunter-Build-Order, der hier ansetzt. Farsi Headhunter, genau gegen das haben wir auch gestern trainiert. Florentin hat gesagt, du musst Headhunter spielen, darfst keine Grunts spielen. Und dann musste ich da gestern Headhunter ballern. Also dagegen ist er auf jeden Fall vorbereitet. Okay, da wurde gescoutet und sich wild vorbereitet. Wenn Florentin was wichtig ist, dann legt er ja auch immer so 110% rein. Das passiert nicht oft. Alle Jubeljahre ist das mal so. Aber die Liga will er halten. Das wäre natürlich auch eine Schmach für ihn. Ne? Wenn er in Liga 5 ist und ich in Liga 4, da würde ich schon nicht nur einmal lachen auf jeden Fall. Spielt er das immer, sein Gegner, oder spielt er es nur auf Tidehunters? Also Florentin sagte, er hat Replays des Gegners studiert und er spielt gegen Nidef immer Farseer Headhunter. Und deswegen sollte ich das auch spielen. Okay, na gut. Dann schauen wir mal, wie viele Headhunter hier enttangeln kann. Auf der Map sieht man es ja häufiger auch im Pro-Bereich als auf anderen Maps, würde ich sagen. Bin gespannt, ob da vielleicht sogar ein Tower-Push kommt. Mal gucken, mit Headhuntern eher nicht so typisch, mit Grunts dann eher. Warten wir mal ab, zweiter Burrow kommt auf jeden Fall. Und bis jetzt baut er noch keinen einzigen Headhunter Guranga. Ich weiß nicht, ob er da vergessen hat, die in die Queue zu setzen. Auf jeden Fall, die Barracks ist hier tatenlos. Jetzt die ersten 2 gerade direkt dann auf einmal gequeued, also ein bisschen verzögert. Und da kommt auch schon der erste Push. Und da sagt Florentin auch, das ist das, was ihn unter Stress setzt. Dieser erste Ork-Push. Und da muss gut gesplittet werden. Die Wölfe, nicht auf einen Fleck, macht er ganz gut, ja. Der eine Wolf unten gibt ihm aber jetzt gleich schon fast Level 2. Na, er hat nicht alle Creeps bekommen, oder? Er hat einen Creep denied, kann das sein? Beim Keeper? Nee, er hat alle gekriegt. Also er hat jetzt schon einen Wolf zusätzlich noch gekillt von der XP her. Vielleicht hat er den ersten Creep zu früh gekillt, dass der Keeper noch nicht draußen war. Das kann sein, weil also gestern, wir haben die Map auch trainiert und da hat ein Wolf gereicht für Level 2. Dieses Mal anscheinend nicht. Ja, es wird zumindest gecreept auf der linken Seite hier von Florentin am Greenspot. Und jawohl, er hat richtig gemacht. Schön der schnelle Tag, das war einer der Kritikpunkte gestern, weil er immer zu viele Archer gequeued hat und dann zu spät getecht hat. Das macht er jetzt nicht. Also es sieht schon gut aus. Hat gestern auf jeden Fall dazugelernt hier der gute Florentin. Und Guranga, der creept oben erstmal weiter mit seinen ersten beiden Headhuntern. Warum auch nicht? Kurze Anmerkung im Chat von Transistor. Ihr müsst mal eure Anleitung updaten. Ich habe schon vielen Leuten helfen müssen. Da bleiben viele hängen. Wir könnten mehr Mitglieder haben. Erstmal sehr löblich, dass du da gerne hilfst. Aber welche Anleitung von was wo? Ist immer sehr hilfreich, wenn man solche so eine Feedback gibt. Ja, das macht Sinn. Guranga konzentriert sich jetzt weiter auf die Green Spots. Währenddessen hier oben hat einmal den Mantle of Intelligence gefunden. Gutes Item für den Fast hier definitiv. Greift hier weiter an. Kriegt jetzt noch ein Tomb of Knowledge. Aber weiter nur die Green Spots. Florentin schon Level 2,5. Also XP-Vorteil aktuell bei Florentin. Und Guranga muss möglichst schnell auf Level 3 kommen, weil er die Level 2-Wölfe dringend braucht gegen den T2-Push mit dem Natural Hero, der wahrscheinlich gleich kommen wird hier vom Ruppel. Ja, dauert noch ein bisschen, ne? Der ist ja erst so knapp über die Hälfte rüber. Huntress Hall ist auch noch nicht da. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall immer ein bisschen blöd mit dem Farseer, weil Nachtelfen haben ja ganz gutes Dispel. A mit Wisp, B mit Dryaden. Dann sind die Wölfe ganz schnell weg. Und wenn Florentin hier Dryaden spielt, dann macht Chain Lightning auch nicht so viel. Also Farseer im Mid- und Late-Game nicht so die ideale Wahl. Ja, zumindest wenn die Dryaden erstmal da sind, dann ist richtig. Aber gegen die Archer kann er durchaus was ausrichten mit den Level-2-Wölfen.
Florentin ihn creept währenddessen weiter. Und wenn der gleich Level 3 ist, Second Hero kommt, dann muss der Push kommen. Ancient of Wonders sehr defensiv hochgezogen hier bei Florentin. Heißt im Gegenzug aber auch, dass die Laws, wenn sie denn kommen, nicht so weit hinten positioniert werden können. Die müssen nach vorne. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht sogar der Gegenpush vom Ork zuerst kommt. Der creept nämlich hier oben weiter und wird dann gleich auch das Level 3 erhalten. Hat die magische Zahl an Headhuntern. 6 sind's und Shadowhunter Second. Nicht TC. Okay, SH und Spirit Lodge kommt. Hex und so. Vollgas auch für Heroes drauf. Könnte man machen. Durchaus. Wichtig ist natürlich jetzt auch, dass man möglichst schnell das Purge kriegt. Gegen Entangle, gegen die Treants. Es ist der Panda übrigens, Second bei Florentin. Der jetzt gerade noch einen Entangle an den Creeps raushaut. Und nur mit 3 Archern creept. Jetzt ist Level 3 endlich erreicht. Lässt Item liegen, Ring of Regeneration. Sein Lieblings-Item. Es würden ja gewisse deutsche Caster, also gibt's bestimmt, die dann sagen, ja, wer braucht schon als Nachtelfen Ring of Regeneration, wenn man Moonwells hat, aber da wollen wir jetzt nicht. Ja, aber ich sag mal so, die haben recht. So, okay, Ancient of Lore wird errichtet, Double Lore von Florentin und oh, Entangle auch direkt auf dem Wolf drauf, also Florentin hier mit der Angst vor den Wölfen und nur mit 3 Archern, also das hat jetzt Guranga eigentlich gesehen. Er hat den Level 3 FS, der Shadowhunter ist da, wird jetzt wieder zurückgeschickt. Also normalerweise müsste jetzt ein Push kommen gegen diese 3 Archer. Kommt aber nicht. Er creept stattdessen in der Mitte und verschenkt dadurch gerade wertvolle Sekunden. Shadowhunter geht nochmal shoppen hier. Das Standard-Ork-Herren-Gedeck, Heal-Self, Clarity-Potion und Speed-Scroll und Tech auf T3 von Guranga. So ist das. Blattlast oder was? Ra-ra-ra. Scheint so zu sein, ja. Dann muss man natürlich einiges dispellen. Bin sehr gespannt, was er hier aufs Parkett bringt. Florentin immer noch auf Tier 2. Exe wird auch noch auf sich warten lassen, weil die ist noch nirgendwo, wenn ich mich nicht verguckt habe. Das könnte Florentin noch aus der Hand geben. Ja, er macht Dryaden und geht jetzt auf T3. Also scheint dann doch erstmal zumindest 1-2 Dryaden zu geben und dann auf T3 zu gehen. Hat aber nicht wirklich viel Supply gerade hier auf der Karte. Also so ein bisschen was fehlt da gerade. Beide aber auch nicht so wirklich, ne? Also da wird auch ein bisschen in Items investiert. Apropos Items, wir haben in unserem Overlay hinzugefügt, dass man jetzt sieht, welcher Ring es ist und welche Klaue es ist. Sehr stolz auf dieses Enhancement von unserem Overlay. Sieht gut aus. Danke. 1-0, die Headhunter mittlerweile getecht von Guranga. Und jetzt gibt's den ersten Push auf die Burrows drauf. Er TP't, obwohl er direkt daneben steht. Also laufen hätte auch gereicht hier. Und jetzt steht natürlich alles auf einem Haufen. Ein gefundenes Fressen für den Panda, der sofort den Breath of Fire reinhaut. Und Florentin versucht erstmal wegzulaufen. Da gibt's einen Purge auf den Panda im Brewmaster. Duff ist auf den Keeper. Kann also den Panda rausduffen. Macht er jetzt auch. Florentin läuft zurück. Und das war gar nicht so schlecht. Ein Archer getauscht gegen TP und Burrow. Oh, und vielleicht sogar noch ein Headhunter, der jetzt gleich sterben wird am Entangle. Ja, okay, er versucht zu den Heiler. Hat den Wolf angegriffen, aber dann doch noch den Headhunter mitgenommen. Wo es Entangle schon vorbei war. Also den hätte er auch hochheilen können noch, aber okay. Ja, stressige Situation. Da will man jetzt auch nicht zu viele Vorwürfe machen hier. Tier 3 auf jeden Fall bei beiden mehr oder weniger durch. Guranga wird einiges an Ressourcen wahrscheinlich blocken. Ah, okay, er hat den Burrow schon direkt nachgebraucht. Das war gut. Jetzt brauchen wir also noch Bloodlust und Berserker und ein TC und mehr Upgrades und wahrscheinlich Reinforced Defenses und dann kann es irgendwann losgehen. Irgendwann dann wohl, ja, der Panda immer noch nicht Level 2 von Florentin. Was er gut gemacht hat, ist dieses Reinrennen, Tangeln, wieder wegrennen, dieses Versuchen rauszusnipen, so wie er jetzt auch macht. Allerdings darf er den Fight jetzt eigentlich noch nicht annehmen. Schön, aber dann mal den Breath of Fire hinterhergehauen. Creeps greifen jetzt auch noch mit an, also gute Position hier für Pommesruppel. Der direkt auf die Headhunter drauf geht. Mindestens 2 kann er noch kriegen. Den ersten hat er schon. Panda ist auf Level 2. Healwave First übrigens von Guranga. Nicht Hex. Hex auf T3 ist fertig und es werden weiter Schamanen produziert. Kein Master Upgrade. Und Troll Berserker kommt, aber kein TC kommt. Stattdessen 3 Schamanen zeitgleich in der Pipeline. Das Keeper läuft wieder rein. Vielleicht nicht ganz nah am aktuellen Meta, aber vielleicht auch Panikreaktion mit der Healwave hier. Der wurde auf jeden Fall gut kalt erwischt, der Guranga. Florentin, gutes Timing, immer gute Map-Awareness. Die Wisps sind auch überall. Die blauen Punkte hier auf der Map gefallen sehr gut. Will jetzt noch nicht weiter pushen, weil gleich gibt's Masterbären. Und da man hier noch keinen Beastery sieht, keine Kodos. Und dann frage ich mich, was soll diese Bären aufhalten? Du wirst knapp. Also wenn da genug Bären da sind, dann geht das. Also gegen so 2-3 Bären kannst du auch mit Headhunter noch ankommen. Aber wenn da so 5-6 sind, dann ist vorbei. Ja, oben der Fass hier
kämpft jetzt die ganze Zeit. Also Goranga hat jetzt bestimmt seit 2 Minuten nicht mehr wirklich irgendwas an XP farmen können. Der Shadowhunter ist immer noch Level 1. Und Florentin hält ihn hier auf Trab und vor allem generiert Florentin gerade ganz gut Zeit. Immer wieder die Entangles rausgehauen auf die Headhunter. Und ja, und Florentin holt sich eben das, was er braucht, nämlich, wie gesagt, Zeit für die Bären. Baut aber trotzdem immer noch weiter einzelne Dryaden. Will wahrscheinlich noch ein bisschen Dispellen gegen das Bloodlust. Das kommt nämlich gleich. Es ist ein Upgrade, aber du hast es gut gesagt. Das Entangle sieht gut aus. Und jetzt ist der Shadowhunter ein bisschen weit vorne. Hoppala. Kann man natürlich gegenpurgen, wenn man will. Oder auch nicht. Ist der einfach tot? Oh, wird geslowt, Breath of Fire! Ganz knappe Kiste mit der Scroll of Speed. Rettet er ihn noch, aber die Bären, die sind jetzt da. 3 Stück. So, und jetzt fällt einfach hier ein Speerwerfer nach dem anderen. Da geht's nämlich sofort drauf. 2 Stück schon down, nächster Breath of Fire rein. Panda auch schon so langsam Richtung Level 3 unterwegs. Der nächste Bär wird angegangen. Jetzt müsste der Stuff kommen. Jawohl! Stark gemacht von Florentin. Ein Archer wird zwar nochmal gekillt, aber alles in allem war das wieder ein guter Go für den Nachtelf aus dem Haus der Rocket Beans. So sieht's aus. Das sieht doch, ist doch hier alles solide. Gut, der Bär, der wird wahrscheinlich fallen. Der Step ist noch auf Cooldown. Aber ja. Da ist alles drin für Florentin. Auch wenn er sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ärgert, dass er seinen Push nicht durchgebracht hat. Man kennt ihn. Aber Wellspring kommt. Mehr heile Units zu Hause. Und der. Also, wir warten immer noch auf Bloodlust. Aber ich glaube, Florentin kann das holen. Der Shadowhunter ist halt so krass unterlevelt. Gerade auch für den einen Bären hat er gerade 4 Purges rausgehauen, was ordentlich Mana-Waste ist auf den Schamanen. Ich meine, er hat noch ein bisschen was, aber wenn die gleich auch noch Bloodlust raushauen, dann sind nicht mehr so viele Purges da gegen die Treants und gegen das Entangle. Und dann könnte es irgendwie knapp werden. Eventuell laut Florentin sogar noch 1, 2 Wisps da hinten rein. Jetzt geht's erstmal wieder ab hier auf die Armee. Florentin ist genau falsch rum positioniert, ranged vorne, Melee hinten. Und das will er nicht und zieht sich deswegen nochmal zurück. Kann ich verstehen. Ja. Einmal ein bisschen durchheilen vielleicht. Jawohl, Retro nochmal drauf. Wisps in Position bringen. Der Ring liegt da immer noch rum, ne? Nicht, dass den Gollum sich irgendwann schnappt und dann hier alles den Bach runtergeht. Aber ich schmeiße einfach einen Ring ins Feuer. So. Achtung, Keeper rennt nochmal rein. Könnte wieder einen Tangle geben. Jetzt kommen die Wisps. Da kommen zusätzlich noch die Treants. Ja, sollte vielleicht nicht sein eigenes Entangle dispellen. Info-Potion muss gezündet werden auf dem Shadowhunter, der immer noch Level 1 ist. Jetzt kommen die Purges auf die Bären drauf. Keeper ist schon angeschlagen, Nick, ihr merkt sich, Purge, oh, dafür kursiert nur den Keeper, jetzt ist der Panda da allein auf weiter Flur mit den einzelnen Bären, die kloppen aber rauf auf die Headhunter, 2 Headhunter hat angeschlagen, immer noch im orangen Nippon-Bereich, einige nächste Heatwave kommt nochmal durch, Florentin, Positioning nicht unbedingt das Beste, aber er hat noch Moonwest, läuft nochmal zurück mit dem Panda, jetzt endlich das Level 3, da schön den Level 2 Brother Fire nochmal reinhauen und vielleicht nicht nur mit einem Bären kämpfen, wäre eine Maßnahme. Ja, verliert den einen Bären trotzdem noch. Keeper wird nicht revive aktuell. Panel Brewmaster muss nochmal reinlaufen. Wo bleibt der Breath? Wo bleibt da ist er? Oh, der haut böse rein. Yo, wer braucht schon einen Keeper, wenn man einen Panda hat, der auch gerade gut Solo-Erfahrung sich einverleibt? Eieieiei, da ist Goranga einfach mal, weiß nicht, was hat das gekostet? 10 Supply oder so? Ein Freudenfest für alle Panda-Freunde und alle Florentin-Freunde und alle Nachtelf-Freunde. Eigentlich für alle außer Slash. Ich bin ja für Florentin hier. Hört ja zu, er hat ja mit mir trainiert und deswegen muss ich ja auch hier zu ihm halten. Also, damit ich es am Schluss sagen kann, mein Training wirkt, weißt du? Okay. Das, da. Die Orks ja, verraten also. So wird das hier gemacht. Ja, man muss ja... Genau das. Ja? So. Sehr, sehr eloquent, Herr Co-Caster. Also dann gewinne ich ja nachher einfach noch mein Game und dann ist die Ork-Ehre wieder erstellt. Ach, du spielst auch noch? Wann spielst du denn noch? Nach dem hier. Ne, da spiele ich doch. Ja, dann spiele ich dann irgendwann noch. Also ich habe auf jeden Fall auch noch ein Game gegen Undead. Ja, ich habe auch um 18 Uhr ein Game. Ich kann nämlich noch Zweiter werden, kann ich. Ui. Ja, da haben wir vielleicht kurz in der Planung. Ja, gut. Aber mit Ork, ne? Wie willst du das machen? Gegen Undead. Geht. Ach so. Wenn er Fiends spielt. Ich dachte, Ork ist generell einfach zu schwach. Ja, das, ja, ist korrekt, aber ich spiele gegen den, der in der Tabelle ganz hinten ist. Aber ich darf ihn eigentlich auch nicht unterschätzen, weil der kann auch gefährlich werden. Der hat auch Leute geschlagen, gegen die ich verloren habe. Ja, da freue ich mich gucken. Auch. Ich habe gestern schon ein Game gehabt. Ich hatte ja 2 Nachholspiele, gestern 1 schon gespielt, das habe ich 2-0 gewonnen. Und deswegen bin ich jetzt in der Position, dass ich quasi noch Zweiter werden kann. Mal gucken gleich. So, Bärchen kommen wieder dazu hier. Bei Florentin 60 Supply. Gegen 48 bei Goranga.
der jetzt hier nochmal eine Runde creept, immer noch kein TC hier irgendwie anstrebt, sondern weiter fleißig Schamanen baut. Ja, mehr Bloodlust ist immer mehr gut. Frag mich, was so... Also er braucht auf jeden Fall Heal Scrolls. Das ist für mich relativ klar. Auch wenn er Heal Wave hat, wenn ein bisschen Gold über ist, Heal Scroll, Heal Scroll, Heal Scroll. Alles, was den Panda so ein bisschen... Nimm den Ring, nimm den... Jawohl! Der Keeper hat den Ring genommen! Jawohl, aber läuft nicht weiter. Der Panda hat kein TP. Florentin muss hier fighten und könnte das Game vielleicht aus der Hand geben. Ah, er hat Doppel-Invo-Potion, das geht schon. Das ist ja. Oh, jetzt schickt er da die Wisps rein. Das schon nicht. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt kommt der Keeper nämlich mit dem Ring und damit reißt er den Fight. Okay. So. Wenn du das sagst. Schön Roar draufgehauen. Drunken Haste. Jetzt kommt der Brother Fire rein. Jawohl, ja. Shadow Hunter komplett out of Mana. Damit keine weitere Healing, kein weiteres Healing mehr hier in der Ork-Armee. Schön hier die Dispels noch reingehauen von den Dryaden. Und der Panda kloppt sich da fleißig durch. Hinten jetzt Rejuvenation auf dem Panda, das müsste mal gepurcht werden. Allerdings jetzt kein Mana mehr durch das ganze Gino der Getour. Und vorne der Shadow Hunter ist komplett auf Position. Geht down, Double Level Up für Pommes Ruppel auf Level 4. Level Up auch für den Farsi jetzt auf Level 5. Aber das sieht nicht gut aus hier. Kuranga nur noch auf 33 Fly, Florentin 54. Geht auf die Wölfe drauf. Da müsste vielleicht jetzt noch ein Dispel von den Dryaden kommen. Braucht er gar nicht. Kann auch so killen hier. Der Panda schon auf Level 4,5 mit seiner Doppel-Invo-Potion fleißig rausgesetzt. Florentin bleibt drin. Bleibt doch drin. Wieso rennt er denn jetzt zurück? Weil er keine Bären mehr hat, glaube ich. Wenn die Frontline weg ist, dann geht ihm der Arsch so ein bisschen auf Grundeis. Ja, aber der andere hat nur noch Schamanen und du hast Dryaden. Ja, ja, Florentin hat immer ein bisschen mehr Respekt, als man sollte. Ah. Also da hätte er jetzt drin bleiben müssen einfach, dann wäre das Ding durch gewesen. Ja, den Sack hätte er wahrscheinlich zumachen können, aber... Okay, vielleicht jetzt eine Echse. Das ist so ein typisches Florentin-Expansion-Timing. Ja, genau, da ist es schon auf der rechten Seite, da kommt sie. Der Komposthaufen wird aufgesetzt hier, direkt neben der Goldmine. Und unten in der Mainbase von Florentin. Ja gut, dann erstmal noch eine Runde Moonjuice, ne? Man muss ja auch alles nutzen, was man hat. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wenn das umsonst ist, warum denn nicht? Unsichtbare Wölfe scouten, sehen das jetzt. Und da hier kein Wisp ist, glaube ich, kriegt er den Cancel. Eine Echse? Ja. Oh, könnte knapp werden. Also kann Florentin immer noch entspannt rüberlaufen eigentlich. Macht er aber nicht. Ja, langsam. Nee, macht er gar nicht. Wenn er ihn macht, dann ist nicht so clever. Ja, siehst du, sag ich doch. Der Prophet hat wieder zugeschlagen. Ah, 150, warte, der Waldgeist hier, der gute Schattenwolf. Der läuft aber auch bald hier aus, läuft er. Er ist undicht. Es ist... Abgebrochen. Florentin weiß natürlich nicht, wie knapp das war. Das hätte eventuell sogar passen können. Aber jetzt gibt es die Expansion auf der anderen Seite. Guranga fühlt sich wieder dazu berufen, hier mehr Gold einzunehmen. Ja, macht auch direkt ein bisschen Long-Distance-Mining hier mit drei Peons, die er da hingeschickt hat. Übrigens keine Tiny, sondern die normale Great Hall, die er da aufbaut. Shadowhunter ist da. Fassier ist da. Wir haben noch die Scroll of Speed, die sich hier geholt wird von Guranga. Und 1, 2, 3, 4, ganz viele Headhunter. Ja, das waren 3-0. Jetzt... Ja, das war jetzt ein Push, wo Florentin das Game nicht beendet hat. Plus eine gecancelte Expansion. Das ist ja mit dem Mindset eines Florentin Will fast schon wieder Niederlage. Bin gespannt, ob er da nochmal rauskommt. Shadowhunter sieht auch besser und besser aus. Jetzt noch eine Heal-Scroll oben drauf, Guranga. Und dann, glaube ich, gewinnt er das hier sogar. Mal gucken. Florentin auf jeden Fall jetzt am Red Sports. Der Panda könnte ja Level 5 werden. Und dann wird es schon schwierig mit den Hattern dann, wenn er nicht genug Heal-Scrolls hier hat auf der anderen Seite. Eine hat er immerhin. Ja, die Bären kloppen sich da auch nochmal durch. Jetzt gibt's noch ein dickes Item, Florentin. Und der Level 9 Golem fällt. Es gibt Helm of Valor. Oh, und wenn er da einfach drin geblieben wäre eben, ne, dann wäre das halt durch. Aber durch sein Zurückziehen und einfach den Gegner nochmal aufbauen lassen. Okay, immerhin greift jetzt die Echse an. Und Guranga, der jetzt da zurückgelaufen kommt. Und damit ablenken von seiner eigenen Expansion, das ist clever. Oh, Drunken Haze, kein Breath of Fire, weil er da gepurcht wurde, nicht schlecht. Und Florentin wieder Angst, zu viel Angst. Ja, wieder zu viel Angst, einfach Stuff weglaufen, fertig. Der Gegner hat kein TC, der ist nicht schneller wie du. TP gesetzt. Und Gurangas Echse wird nicht abgebrochen, kommt durch. Und das Entangle reicht auch nicht aus, 25 Hitpoints bleiben auf dem Headhunter. Ist natürlich auch ein bisschen Pech im Spiel, ne? Double Heal Scroll jetzt. Beide bleiben so bei ihren Waffen, brauchen einfach nur mehr davon und mehr Gold. Bei Florentin, weiß nicht, kriegt er die Echse durch? Ja, kriegt er. Und drauf an, ob Guranga da jetzt hinläuft. Ah, der holt sich erstmal noch eine Skull of the Beast, noch mehr Damage. Ui. Auf den Headhunter.
Aber Florentin hat Wisp dabei. Der läuft jetzt nochmal zum Shop, verkauft Mantle of Intelligence und holt sich nochmal ein neues Town Portal. Aber Hauptsache der Ring of Regeneration, der wird behalten hier. Ja, sicher, der ist wichtig. Oh, und jetzt wird hier reingeflankt. Achtung, keiner macht irgendwie Damage. Jetzt geht's los. Während ich hier. Alle einfach nur wild durcheinander. Jo. Keiner mit A-Click reingemoved, alle nur Move-Command. Keeper wieder ein bisschen. Genau, auf den Keeper drauf, der da hinten steht. Der hat aber noch eine Invo-Potion, läuft jetzt raus. Und er verfolgt mit allem den Keeper gerade, was ein Fehler ist. Kriegt währenddessen viel Damage von hinten von seinen Bären. Panda Level 5. So, und jetzt muss der Level 3 Brother Fire hier reinkommen. Fast hier steht auch komplett auf Position. Hat aber noch eine Invo-Potion. Die Bären kümmern sich unten um die Wölfe. Jetzt Invo-Potion auf den Panda. Und da ist der Brother Fire, der erste. Ah, nächstes Hex wieder rauf und Entangle auf den Farseer, der stirbt mit Invo-Potion. Keeper of the Grove kommt aufs Level 5 und der Level 5 Panda, der rockt jetzt hier einfach alleine durch. 29 Supply für Guranga. So, und jetzt gleich fällt er hier, der Shadowhunter auch noch. GG von Guranga und Florentin killt auch mal den Shadowhunter zum Schluss und holt sich das 1:0 heute hier. Wunderbar. Nie dran gezweifelt. Nie dran gezweifelt. Von vorne bis hinten. Dominant. Nichts aus der Hand gegeben. Nicht gewackelt beim Telemark. Einfach das Ding nach Hause geholt. Ja, dieses Spiel war psychologisch Albtraum. Ich habe nur Panik geschoben. Ich habe geschrien, ich habe geschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr einen meiner peinlichen Anfälle mitbekommen habt, aber es war wirklich mental das wahrscheinlich belastendste Spiel meines Lebens. Wenn es wahrscheinlich nicht so gewirkt hat, aber ich war völlig mit den Nerven am Ende. Weil einfach der Druck zu hoch ist und das ist einfach... Ja, du hattest eigentlich beim einen Push schon gewonnen, den ersten, den du gemacht hast, oder den auf T3, wo dann die Bären da waren, weil der Gegner hatte nur noch Schamanen da und du hattest Triaden und dann rennst du zurück, weil du keine Bären mehr hast. Also der hat's eigentlich schon beenden können. Angst, Panik, ja. Und dieser fucking Keeper-Kill hat mich so geärgert, dass ich da einfach stehe und meinem Keeper beim Sterben zuguck und einfach nichts check und einfach zu dumm bin, auf die Invo-Potion zu klicken und sowas bricht mich einfach für den Rest des Spiels. Ich bin froh, dass ich die Map habe, aber es war hart erkauft. Mental. Ja, du weißt jetzt auf jeden Fall, dass du ihn schlagen kannst. So, und ich hoffe, dass das jetzt der mentale Push ist, den du für Game 2 brauchst. So. Aber ansonsten, ganz gut gemacht eigentlich. Bis auf, hättest du halt einmal durchziehen müssen, aber sonst... Ja, ich weiß, das steht jetzt auch im Chat ganz viel, aber ich weiß, es ist immer schwer für einen Betrachter von außen, aber es gibt halt auch eine mentale Blockade. Wenn man sich schwach fühlt und denkt, ich bin schlecht, ich mache alles falsch, dann hat man halt auch einfach nicht den Drive jetzt zu sagen, okay, ich greife jetzt an und gewinne das Spiel und alles, sondern man ist einfach zu sehr in diesen Selbstzweifeln drin. Aber völlig richtig. Ja, aber jetzt, wie gesagt, du weißt jetzt, du kannst ihn schlagen, hast du gerade dir selber bewiesen, also jetzt Panik-Mode ausschalten und einfach durchziehen das Ganze, dann holst du die zweite Map auch. Ja. So, Guranga müsste noch... Ich glaube, ich habe meinen Gegner so eingeschüchtert, dass er nur noch zuschauen will. Ich spiele nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. So, okay, jetzt. Da haben wir es. Okay. Ja, das war auch ein stressiges Spiel. Wieder. 20 Minuten da. Okay, Florentin, toi, toi, toi. Danke dir. Jetzt gucken wir mal. Last Refuge. Florentin hat ja gesagt, der Gegner spielt immer Farseer Headhunter. Sei Last Refuge ja auch eine Map, wo man auch gegen 11 durchaus mal Blade Master spielen kann. Ist natürlich wesentlich schwieriger zu spielen als Farseer Headhunter, ist anspruchsvoller. Aber auf Last Refuge, gerade mit den Spots und mit den Items, kann das auch effektiv sein, hier im Blade Master zu wählen. Florentin auf jeden Fall ein gutes bisschen höher im MMR-Segment als sein Gegner, von daher natürlich auch der Favorit. Dafür hat Guranga das ganz schön spannend gemacht hier zwischendurch. Mal gucken, ob er sich hier für Last Refuge was vorbereitet hat. Wir gucken in die Orc Base und sehen einen Altar. Und einen Burrow. Ja, und jetzt kommt es auf das dritte Gebäude an, beziehungsweise wo geht der Peon jetzt hin? Wenn er in die Goldmine geht, sind es Fast Headhunter da. Wenn er jetzt direkt die Barracks baut, dann haben wir einen Grunt-Builder, oder? Und er geht in die Goldmine. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Fast Headhunter sehen hier von ihm. Gut, wenn er damit confident ist, hat er eben jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Also dafür, dass Florentin knapp 200 MMR höher ist, hat er da schon ganz okay mitgehalten. Deswegen bleibt er bei dem, was er kann. Wie heißt das? Schuster, bleibt bei deinem Leisten, heißt das, ne? So ist es. Ist natürlich nicht das Effektivste, fällt auch gerade hinten raus ein bisschen ab. Bin gespannt, ob er einen anderen Shadowhunter spielt, weil Healwave First ist wirklich nicht das Effektivste. Und gerade als er
wenn der Panda da ist, da vielleicht mal ein Hex und Focus Fire, glaube ich, ist effektiver als so eine Heal Wave. Vielleicht aber auch eine Panikreaktion. Vielleicht ist das so ein bisschen, was das Midgame verändern kann hier. Ja, durchaus. Mit Hex geht auch. Muss halt gucken. Also, in dem Game eben wäre wahrscheinlich Hex besser gewesen, weil Florentin wirklich nur 3 Archer hatte. Und dann hätte er einfach pushen können, hätte vielleicht sogar noch 2 Archer easy mit Hex rausnehmen können, wie du schon sagst, den Panda einfach mal hexen und fokussen und so. Den T2-Push, den hätte Florentin wahrscheinlich nicht überlebt, wenn der timingmäßig gut gekommen wäre. Wenn du am Anfang natürlich nicht so gut harassen kannst und der Gegner viele Archer hat und dann auch noch einen Panda und dich pusht, kann Healwave auch gar nicht so schlecht sein mit der Level 1 Healwave gegen den Level 1 Breath of Fire. Aber in der Situation, wie sie eben war, wäre wahrscheinlich Hex besser gewesen, ja. So. Oder, ja, Serpent Ward, weiß ich auch nicht. Das ist, der wird auch immer leicht rausgefokust. Mal schauen, was das hier gibt. Mal gucken, ob Florentin wieder ein Creep... Nein, diesmal wird alles richtig zu Ende getötet hier und nicht zu früh. Klauen für ihn. Und Guranga, auf geht's. Einmal richtig zu Ende getötet? Ja. Also, nicht denied. Okay. Und nicht zu früh und... Weißt du, was ich meine? Alter, das ist mein erster Tag wieder hier am Carsten nach 2 Wochen Krankheit. Jetzt sag mal nicht so. Okay. Ja. Kann man da ein T-Shirt rausmachen? Janis, ja, das wird richtig zu Ende getötet. Ich kann so. Aus allem. Ich mache aus dir gleich ein T-Shirt. Apropos T-Shirt, ich habe mir hier schön Back to Warcraft-Shirt und Hoodie bestellt. Nice. Ich habe doch gesagt, ich kaufe den. Ah, ja, aber gut, Geld für mich immer gut. Shop.backtowarcraft.com. Mach das. Und weißt du, was ich mir auch bestellt habe? Ein Todd-T-Shirt habe ich mir auch bestellt. Ah, das habe ich auch. Du auch? Ja, ich habe mir auch eins bestellt. Muss mal gucken, wann das jetzt kommt. Der Herr der Ringe. Habe ich sehr gelacht. Genau. Wann gibt es Slash-Merchandise? Es gibt ja Playing Ducks-Merch, ne? Ja, aber ich will ja von dir. Von mir? Ja. Ja, muss ich mal gucken, ob sich das lohnt, ob das wirklich 2 Leute kaufen. Ja, sicher. Weiß ich nicht. Kannst du so kleine Merch-Jobs machen, so es gibt nur 10 T-Shirts jemals und dann hast du alle. Ich glaube, was tatsächlich gut ankommen würde eventuell, wäre mein Anti-Elf-Emoji. Ich glaube, das würde sich vielleicht verkaufen auf dem T-Shirt. Das ist schon ziemlich funny. Also, ja. Soweit ich auch bei Balance Wein raus bin und so, aber das Anti-Elf-Emoji, das ist schon richtig. Das könnte sich vielleicht, ja, müssen wir mal gucken. Es gibt ja immerhin Slash-Bier, das gibt's ja schon, allerdings nicht zu kaufen. Ja, habe ich auf dem Experion aber auch gut verteilt. Ja. Gut, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Hier ja, geht, passiert eigentlich nicht so viel. Noch nicht. Ja, glaube Tech plus 5. Todd würde schon wieder sagen, Florentin ist in Führung. Ja gut, wir warten auf die Nummer an Headhuntern. Wir warten, bis alle hier auf Level 3 gecreept haben. Florentin ohne Level 3 macht er ja nix, ne? Huntress Hall kommt pünktlich. Tech sieht gut aus. Ich habe hier nichts zu meckern jetzt gerade. Oh, ganz okay. Sentry Ward gefunden. Ganz wichtig, auch hier in diesem Matchup könnte man durchaus für den T2-Push dann auch benutzen. Anstatt eben den Dust sich zu holen. Aber immer noch Level 1 auch auf dem Fast. Der creept jetzt direkt den nächsten Greenspot. Florentin ist schon auf Level 2, creept hier unten seine Natural Expansion frei. So ein bisschen mutiger ist er, der Florentin. Und aktuell zahlt sich das XP-technisch auf jeden Fall aus. Jo, irgendwie Guranga nicht so richtig in Tritt gekommen, ne? Der war... Einmal hier kurz drüben, dann war er oben, aber so richtig von Substanz ist das hier alles noch nicht. Und Florentin, der springt von Camp zu Camp zu Camp, hat 2 Claws am Start. Natürlich Treants auch helfen, auch immer beim Creep Speed. Das sieht alles sehr solide aus. Und jetzt bin ich auf die Strategie von Guranga gespannt. T2 ist durch und dann werden wir es wissen. Ja, schauen wir mal. Hier wird gerade auch die Natural Expansion von ihm gecreept, wo er jetzt mit dem Fassel drauf geht. Und es ist wieder der Shadowhunter. Und weiterhin gibt es Headhunter und auch die Spirit Launch. Also scheint genau dasselbe zu spielen wie im Game davor, zumindest bis jetzt. Findet das auch mal eine Claw? Also itemtechnisch könnte ich eigentlich beide nicht beschweren gerade. Doch, beschweren kann man sich immer. Ja, gut. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Aber nicht über die Items. Hast du gestern Abend zufällig Todd's Stream geguckt, wo er gegen Hailua gespielt hat? Nee. Wo sie beide sehr ähnliche, um nicht zu sagen fast gleiche Items gefunden haben und Todd hat sich dann zum Ende darüber beschwert, dass das Damage Roll beim Gegner immer höher war als seins und deswegen das Game unfair war. Ja, das wird wahrscheinlich genau so gewesen sein. Also ich bin ja auch schon so eine Meckerziege, ne? Aber Todd ist mein Endgegner, glaube ich. Der ist schon Next Level. Ein guter Kerl, kann man nichts sagen. Ja.
Level 3 Farsia auf jeden Fall jetzt bei Guranga, kann also die Level 2 Wölfe raushauen, aber auch Level 3 Keeper und jetzt kommt zum ersten Mal. Oh, der Boff ging aber hart daneben hier gerade. Ja, er muss erstmal zielen, ne? Muss vielleicht nochmal die ein oder andere Flasche sich selber reindrücken, bevor er die auf die Gegner schmeißt. Die Wölfe nehmen die Archer auseinander, Entangle nimmt die Headhunter auseinander, wieder Healwave first und diesmal bringt sogar was. Diesmal bringt sogar was, greift da weiter an und greift jetzt schön mit den Wölfen weiter an und jetzt muss Guranga eigentlich Druck machen, durchziehen, komplett durch jetzt hier. Drauf, Schamanen produzieren, gar keine Depth Training, sondern nur fürs Purge. Und ja, das macht er nicht. Er lässt jetzt hier wieder von Florentin ab. Aber genau jetzt hat Florentin noch einen einzigen Headhunter, hat noch keinen Lore, geht auf T3, hat nur seine beiden Heroes. Und wenn jetzt Guranga einfach durchpushen würde, vielleicht sogar zwei Peons mitnimmt zum Towern, dann ist das Ding hier vorbei. Aber da fehlt dann so ein bisschen der Game Sense, der Game Reach. Stattdessen zieht er sich zurück, verliert im Zurückziehen nochmal mindestens einen Headhunter. Könnte den nächsten auch noch verlieren. Ja, nächstes Entangle kommt noch. Das Entangle ist Level 2. Da ist kein Purge. Also das wird auch eng für den Headhunter. Vielleicht mit der Heatwave könnte er ihn nochmal retten. Ah, jetzt der Schamade da. Purge. 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 Oh Gott. Wie heißt er, das? Er guckt einfach zu. Wie heißt er? Er guckt. Oh, jetzt wird der Heatwave. Okay. Ja, siehst du? Das Purge brauchst du später noch. Gegen, weiß ich nicht. Treants oder so. Weißt du, du liegst blutend am Boden, der Sanitäter steht neben dir und guckt dich an und grinst, ey. Das ist echt hart. Ja, ich meine, gut Ding will auch Weile haben, nicht zu viel hetzen lassen, die Welt ist schon hektisch genug. Guck, jetzt kann er's. Jetzt kann er's, jawohl, jetzt hat sich hier der Schamane hat sich akklimatisiert. Ja, und jetzt stehen sie einfach hier vor der Mainbase rum von Guranga, verschenkt gerade wieder echt viel Zeit. Also Early Game war okay, eine safe Creep-Route kann man sagen, aber jetzt gerade gibt das wieder so ein bisschen aus der Hand, was er hier im Early Game sich erarbeitet hat. Bist du so eine richtige Meckerziege heute? Das kann er besser machen, das kann er besser machen, hier, da, dies, das. Ja, mir wurde gesagt, und es ist auch in den YouTube-Comments, dass wir öfter mal Tipps geben sollen und sagen sollen, was die Spieler anders und besser machen können. Ah, okay, das wusste ich natürlich nicht. YouTube-Comments lese ich ja nicht. Spaß, immer gerne YouTube-Comments für den Algorithmus. Übrigens fand ich auch die Sendung sehr schön, wo ihr beide euch die Replays angeguckt habt und Tipps gegeben habt. Fand ich sehr gut. Als nächstes bin ich übrigens dafür, Stevie Wonder gibt Tipps zum Malen. Finde ich sehr gut, kommt auch so ungefähr in eure Kategorie. Oder, was ich auch sehr schön finde, ist hier, Stephen Hawking gibt Tipps fürs Rekturen. Ist ungefähr so, wie ihr zwei gibt Warcraft-Tipps. Was war daran denn falsch vor zwei Wochen? Ja. Ja haben, wir da irgendwas, haben wir da irgendwelche falschen Aussagen getroffen? Nee, war alles korrekt. Ich höre da so einen gewissen Sarkasmus aus deiner Stimme raus. Das weiß ich gar nicht, wo der herkommt. Vielleicht muss ich den irgendwo aufgesammelt haben. Ja, das waren auch so Games wie, was tue ich, wenn ich von Acolytes gerusht werde und so. Ja, das stimmt. Ja, und haben wir da die richtige Antwort gegeben, ja oder nein? Ja, war alles super. So, Florentin creept jetzt und schmeißt am Merkcamp. Creeps unten am Merkcamp hier mit seinem Panda, der auch immer noch Level 1 ist. Also in der Zeit, wo er mit dem Keeper geharrassed hat, hat er nicht so wirklich viel da mit dem Panda gecreept. Ist aber jetzt auf T3 und Master Upgrade kommt auch. Alright. Sieht so aus, als hätten beide so ihre absolute Comfort Zone. Und wenn die da noch nicht drin sind, dann wird er auch nicht gefightet. Das ist natürlich Master Bären bei Florentin, Tier 3 und Bloodlust bei Guranga. Ist nur ein bisschen eine ruhige Phase hier. Aber die Level von beiden Shadow Second Heroes sind deutlich besser als in Game 1. Stimmt. Oder ist das jetzt auch wieder falsch, was ich hier gesagt habe? Nee, ich habe doch gesagt, das stimmt. Ja, ich glaube dir aber nicht, dass du das ernst meinst. Ja, das ist aber jetzt dein Problem, weil du an irgendwelchen Wahnvorstellungen leidest. Jetzt willst du mir auch noch hier eine psychische Krankheit unterstellen. Was ist denn los mit dir heute? Hast du ein bisschen zu viel am Öl geleckt in der Werkstatt, oder? Ja, glaube ich auch. Das waren komische Gerüche da. Das hat mir nicht gut hier. Ja, nee, okay. Dir tut einiges nicht gut. Panda mit Rune Bracers. Eigentlich ein Item, was man in dem Matchup zumindest getrost verkaufen kann. Creept aber weiter, holt sich das Level 3, während der Keeper hier in der Mitte einfach mal eine Runde scoutet. Was ich gut finde, ist, dass er auf dem Keeper Boots hat zum Harrison. Dass er immer wieder mit den Boots hier rumrennt. Und der geht ja auch ab wie Flitzekacke hier. Der hat auf jeden Fall ordentlich... Wenn man genau hinguckt, hinten der goldene Kopf guckt auch schon raus. Deswegen ist der so schnell. So. Und, Florentin oben. Liegt nicht an den Hufen oder dass er vier Beine hat oder der übelste Athlet ist, wenn man sich sein Sixpack anguckt. Nee, das ist. Wo hat der denn Sixpack? Ach doch, der hat übelst, Alter. Ich weiß, du weißt nicht, was das ist, aber. Ja, ein Eightpack hat er. Ja, 6-8, zählen schwierig. Ja, das ist richtig. So. Was hier macht weiter Go. Oben geht's auf den Wisp drauf.
Schön geht Headhunter nochmal von Florentin. Bloodlust ist mittlerweile auch da. 2-0 Headhunter. Was noch so ein bisschen fehlt, ist eine Kodo vielleicht. 3-0 Upgrade. Du bist weg gewesen. Bist wieder da? Oh. Leute, diese Ruhe. Hört ihr das? Wieso bin ich weg? Ah, Mist. Jetzt bist du wieder da. Was? Hallo? Ja, du bist ja jetzt wieder Hallo? Da. Hallo? Geht's weiter hier? Ich hab Damage gesagt. So, Keeper, in gute Position. Chain Lightning setzt sofort rein von Goranga. Es geht auf den ersten Bären drauf, weil sein Focus Fire schön. Der Drunken Hälter nochmal reingeschmissen. Wir sehen die Misses hier von den Eltern. Das muss der Panda ein bisschen aufpassen. Kriegt hier volle Kanne das Focus Fire ab. Bisschen zurücklaufen. Starf, jawohl, schön gemacht hier. Und die Bären kloppen sich vorne weiter durch. Goranga runter für 43 Supply. Den nächsten Bär greift nochmal an. Hex jetzt auf den Keeper of the Grove. Läuft direkt wieder rein. Greift weiter an. Nächster Chain Lightning rasselt nochmal durch in die Grid of the Clora. Der letzte steht da vorne noch. Ja, zwei sind's noch. Ja, sagen wir mal, zusammen ist es noch einer. Jetzt sind's keine mehr. Der Panda kommt nochmal rein mit Full Mana und Full Hitpoints jetzt, dank der Moon Wells. Aber Goranga, der rast hier ganz gut durch mit seinen Schamanen und läuft direkt wieder rein. Hinten der Keeper steht noch. Moon Wells, allerdings fast alle leer. Die sind schon ordentlich genutzt worden hier vom Panda Brewmaster. Greift direkt weiter an. Auch nochmal einen Tangle rausgehauen hier. Und Goranga macht weiter Druck mit den Wölfen nach vorne, mit den Schamanen hier. Bisschen viele Schamanen jetzt aktuell dabei. Wenig jetzt, nur noch zwei Stück an der Zahl. Wo bleiben die Breath of Fire? Der Panda immer noch fast voll Mana. Da muss mal mehr kommen, Florentin. Jetzt hier schönes Reveal drauf. Wo bleibt der Breath of Fire? Viel zu spät, aber immerhin kommt er nochmal. Reingehauen, aufpassen auf den Panda. Zieht er nochmal zurück, nutzt die Moonwells hier letztes Mal und verliert hier viele seiner Units, indem er den Rejuvenated Panda hier ordentlich gefokust hat. Entangle nochmal draufgehauen auf den nächsten Schaman. Und jetzt könnte Goranga hier im Rückzug doch noch einiges verlieren. 35 Supply noch für ihn, Florentin 41. Alles verloren, der arme Goranga. Bisschen zu viel gewollt. Und dann am Ende war der Full-Mana-Panda und die Dryaden, die von kaum was mehr angegriffen werden konnten, zu stark. Wenn man keine Headhunter mehr hat, dann sind Dryaden das beste Mittel gegen diese Armee von Goranga plus der Panda. Eine riesige Dominanz für Florentin jetzt. 7 Supply-Vorteil, die Expansion kommt sofort. Goranga muss alles nachbauen, was er irgendwie hat. Gibt die Map-Control damit komplett ab. Und das heißt natürlich, der Panda wird stärker. Ja, gutes, sehr gutes Expansion-Timing hier von Florentin. Sollte vielleicht wirklich die Rune Praiser. Oh, Greater Mana Potion für den Panda. So, und auch noch schön hier die Invu hinterher. Der kann sich hier einiges im Kopf knallen. Jetzt wird er nochmal zurückgestufft nach Hause und holt sich da auch nochmal einen Stuff. Sehr gut. Hat hier die Claw of Attack verkauft und behält aber die Rune Praisers trotzdem noch. Chain Lightning ist schon ein guter Spell. Ja, gut, gegen Chain Lightning hilft es natürlich und auch gegen die Angriffe der Schamanen. Also nutzlos sind sie nicht, aber die Frage ist, ob sie das Gold wert sind. Was? Das Rune Braces hilft gegen Magic Damage? Nee, nur gegen Spell Damage. Ja, aber hier gegen Lightning Shield hilft es doch. Ah, Lightning Shield meinst du. Ja, ja, gut. Ja, wie oft kommt das denn vor? Ja, momentan nicht so oft bei Goranga, der jetzt gerade TPen muss und sehr defensiv nach hinten TPet hat, während er am Red Spot gerade den Creep erlegt hat, da lag ein Item rum. Ich habe gar nicht gesehen, was es war. Aufgesammelt hat er es auf jeden Fall nicht. Nee, keine Zeit mehr gehabt, war da ein bisschen gerusht. Aber immerhin Level 4 geholt mit 2-1-1-Bild. Das ist auch interessant. Und ich glaube, er riecht nicht so richtig, dass hier die Expansion kommt. Auf Map 1 hatte der eine richtig gute Idee, dass Florentin jetzt seine zweite Basis bauen will. Hat die mit den Wölfen kaputt gehauen, aber gut, vielleicht weiß er es doch und hat nur ein bisschen drauf gewartet, wieder Richtung 50 Supply zu gehen und macht das jetzt. Aber Florentin macht hier schön die Tür zu. Die Bären jetzt hier mit rein. Schön auch nochmal die Treants. Allerdings sofort weggepurcht. Goranga kämpft mit Shop im Rücken. Die UF nochmal reingehauen. Bären direkt wieder nach vorne. Geht vorne auf den ersten Headhunter. Nächster Breath of Fire reingehauen von Florentin. Der kann hier eigentlich buffen ohne Ende. Hat hier noch die Greater Mana Potion. Also alles, was ihn zurückhält, ist der Cooldown. Greift weiter an mit dem Keeper of the Grove. Pandem Brewmaster, wo bleibt der nächste Breath of Fire? Nächster Serpent wird gesetzt. Jawohl, da ist der Buff hinten. Ein Hex war nochmal auf den Bären gecastet. Jetzt die Purges auf den Panda. Chain Lightning rein und zeigt gleich. Kommt auch der Star von ihm hier raus. Und Florentin zieht sich wieder zurück hier mit 6 Supply mehr und verliert im Rückzug auch nochmal einen Bären. Okay, das Ding ist auf jeden Fall wieder offen. Bloodlust und wenn der Headhunter, das war halt der Unterschied zwischen den beiden Fights. Wenn Headhunter noch da sind, dann hat man den Damage und kann den Elf zurückschlagen. Wenn nicht, na halt nicht, ne? Und so sieht das Ganze aus. Und wenn jetzt die Expansion gekickt wird, dann kann Florentin das Game hier wieder mal noch verlieren. Jetzt haben wir hier noch eine Scroll of Healing geholt auf dem Shadowhunter. Ganz, ganz wichtig gegen den Breath of Fire. Der halt immer stärker wird. Panda Level 4,5.
Jetzt schickt er hier zwei Wölfe rein, die werden sofort gedispelt hier von Florentin von den Dryaden. Also wieder ein bisschen Experience für den Panda. Und hat jetzt aber gescoutet, weiß, dass da unten eine Echse steht. Und geht wieder auf den Red Spot und da liegt das Item. Hood of Cunning liegt dort. Gutes Item für den Shadowhunter. Aber erstmal bezahlt er hier mit einem Headhunter und vielleicht sogar noch mehr. Guter Creepjack. Und das Item geht wahrscheinlich an Florentin, wenn er das rafft. Oder er entscheidet das Game einfach schon jetzt. Wieso rennt der jetzt wieder zurück? Alter, das sind mindestens noch zwei Units, die du hättest kriegen können. Oh. Läuft jetzt runter und auf Cunning könnte er sich da wiederholen. Aber wieder so eine verschenkte Option. Ich glaube, deine kaputten Bremsen haben dich ein bisschen aggressiv gemacht heute. Ja, das ist so wie beim Fußball, diese jungen Spieler, die alleine vorm Tor stehen und dann nochmal rüberpassen, weißt du? So schießt du einfach drauf. So ungefähr verhält sich Florentin hier teilweise. Ja, mit der Hacke. Ja, genau. Wir das extra schön machen. Okay, ich meine, er hat die Echse, Zeit läuft für ihn, aber trotzdem hat er hier eine dicke Chance wieder verstreichen lassen. Uranga 45 Supply. 3-0 weiter die Headhunter. Jetzt kommt der Go von Florentin, oder? Ja, rennt jetzt rein. Jetzt kommt der Push von ihm. Auf geht's. Und kein Reinforced Defenses. Okay, das macht in diesem Matchup eh nicht so viel. Aber viel wichtiger, kein TP bei Guranga. Und das wird wehtun. Florentin hat aber immer noch nicht so viel. Er hat aber ein TP, kann ihn gut traden. Wird Guranga auf 50 halten, während seine Echse läuft. Und jetzt mal kaputt! Kaputt! Auf das Burrow! Nee, er rennt wieder zurück, Auch kein Breath of Fire wieder reingehauen, nix. God of Speed, Guranga kommt von hinten. Einmal Dispel auf den Wolf rauf und Florentin. Ja, haut wieder ab oder versucht es zumindest. Ich glaube, dieses Game geht noch ein bisschen. Oh, Guranga läuft auch nur mit dem Fazia jetzt gerade hinterher. Bleibt mit der Rest der Armee noch stehen. Ja, okay, jetzt wieder zurück. Ist auch gefährlich sonst. Fazia kurz vor 5. Ja, Keeper auch. Nur eine Unit. Wäre ganz gut. Excel läuft von Florentin. Pumpt aus Double Lore weiter fleißig Bär nach. Moonwell kommt. Also Zeit hat er. Ja, er hat alle Zeit der Welt. Lenkt auch ganz gut ab. Ich wollte gerade sagen, holt sich der Panda jetzt das Burrow, aber nö. Jetzt, wieder einfach ein random Perch auf dem Bären drauf, der da rumsteht. Ja, ein bisschen Mana avoided. Drunken Haze. Oh, schön. Schöner Breath of Fire. Jetzt Lightning fest rein. Jetzt haben wir aber wieder ein bisschen Bloodlust. Hinten aber auch viel auf die Schamanen. Die sind aber in einer guten Fight-Position. Weit hinten. Und Florentin TP draus. TP draus mit fast 20 Supply mehr. Ja, 8 sind ja auch in Production, ne? Ja, okay. Das muss man zugute halten. Und 8 sind auch noch auf dem Weg hier gewesen. Also 16 Supply waren nicht mit im Fight. Okay. Er hat halt echt Schiss vor den Wölfen, ne? Muss man Florentin sagen. Hat also generell, ich glaube, der hat auch Schiss vor den Krittern. Ja, kann sein. Vielleicht hat er eine Hundephobie. Ja, was Guranga hat, ist übrigens eine Tiny Great Hall und die setzt er jetzt oben hin. Oh. Fast, ja. Oh, wenn Florentin das nicht scoutet, ne? Ja, da ist er schon. Da ist er schon mit dem Wisp. Der hat es schon gesehen. Also den Fast hat er zumindest gesehen. Die Tiny ist noch nicht gesetzt. Na? Florentin jetzt 69 Supply. Yeah. Nice. Keeper läuft nochmal in die Mitte. Unten wieder zwei Bärchen dazu. Aber auch noch nicht Profit. Kein TP, keine Invul Potion und natürlich kein Staff, aber auch kein Surround. Da geht aber noch was. Jetzt ist Re-Engage. Die Caster weit vorne. Zündet sie an. So wollen wir das sehen. Alles wieder überall. Das ist so eine Frontline, kann ich hier nicht klar erkennen. Nee, nicht so wirklich. Panda könnte aber trotzdem noch mal reinlaufen. Hat nämlich die Invo-Potion hier. Der Farseer, der ist da hinten eingesperrt von seinen eigenen... Es detonate doch die Wisps! Mein Gott! Von seinen eigenen Schamanen ist er eingesperrt. Jetzt hier schön. Einmal den Breath of Fire reingehauen. Invo-Potion noch aus dem Shadow-Anzug gecastet. Die Bären greifen noch mal an. Oben geht's jetzt weiter auf die einzelne Soße. Oh, dieses Lightning-Shield war das Dümmste, was er hätte machen können. Er killt gerade alle seine Schamanen mit dem Lightning-Shield auf dem Farseer. Oh mein Gott! Hinten wird wieder der nächste Schamanangriff. GG! Eigenen Lightning Shield das Game entschieden, gerade von Guranga. Diese Ruppel. Oh. Ja, dann wollen wir doch hier den Helden mal selber hören. Florentin 2-0, ja. Damit den easy Klassenerhalt. Gegner von der Map gefegt. The floor is yours. Ja, ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen eurer und meiner Wahrnehmung. Ich fand das ein furchtbares Spiel. Aber ja, war okay. Ich habe so Probleme, dieses Bloodlust unter Kontrolle zu kriegen.
Ich werfe in jedem Kampf 4, 5 Wisps rein, muss alle wieder nachbauen. Ich habe das Gefühl, ich arbeite nur daran, die Wisps zu bauen, reinzuwerfen, zu bauen, reinzuwerfen. Dann einmal dumm falschen Helden zurückgestarft statt der Dryad, den Keeper, dumm. Ist so viele Fehler. Das ist halt für mich das, was im Vordergrund steht, was eigentlich egal ist. Aber hat mich einfach geärgert, diese vielen Fehler. Am Ende. Ich weiß nicht, Slash, ob du da was dazu sagen kannst, aber wie man gegen dieses. Ich habe teilweise 3, 4 Wisps reingeworfen, hatte Dryads, die ganze Zeit dispelt und trotzdem war seine Armee danach noch komplett im Bloodlust. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ja, was du immer machst, du schickst die Wisps immer mitten rein, du detonatest die immer mitten in der Gegnerarmee, das heißt, die brauchen unheimlich lang, blocken sich gegenseitig, bis sie da reinkommen, werden teilweise auch vorher gekillt, so ein bisschen weiter vorne vielleicht einfach versuchen zu detonaten oder eben von hinten reinkommen. Ja. Und ansonsten, er hat halt einfach super viele Schamanen, also du zwingst ihn ja damit dazu, mehrere Schamanen zu machen, die du mit den Dryaden aber auch wieder ganz gut auskonterst, also von daher war schon gar nicht so falsch, was du gemacht hast. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob mein Reflex da richtig ist. Ich denke mir, wenn ich alles Dryad Mana aufgebraucht hat, alle Wisps gedetonated hat und trotzdem ist seine gesamte Armee Bloodlust, muss ich zurückziehen. Kann ich nicht gewinnen. Muss ich zurück. Vielleicht war das auch nicht unbedingt nötig immer, aber ich habe dann einfach das Gefühl, ich habe keine Chance mehr und muss zurück. Und ja. Ja, du bist ein paar Mal wieder unnötig zurück. Einmal war es ganz gut, also das TP, was du da gezündet hattest. Bei dem Go auf seine Base, das war ganz gut, wo ich erst dachte, im Moment du hast auch 20 Supply mehr, aber Janis hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass da noch 16 Supply fehlten. 2 Bären war in der Lore, 2 waren noch unterwegs, deswegen war das Tipp hier auf jeden Fall ganz gut. Aber manche Chancen hast du ruhig ausgelassen, wo du ruhig hättest nochmal 3, 4 Headhunter sogar mitnehmen können. Also es gibt Momente, wo du nicht genug Druck machst, wo du dich selber ein bisschen unterschätzt. Ja, aber ja, ja. Trotzdem, 2-0, was will man mehr? Florentin. Er hatte noch nicht mal ein TC, also da war ich ja heilfroh, wenn der Gegner kein TC spielt, weil TC ist erstmal bei mir direkt 20 IQ-Punkte weiter verloren, weil ich nur Panik, Angst vor Stomp. Aber das war jetzt zumindest mir erspart geblieben, aber naja, okay. Florentin, nach deinem großen Sieg haben wir jetzt eine kleine, mehr oder weniger problematische Situation. Ich stelle sie dir kurz vor. Und zwar habe ich jetzt ein Game um 18 Uhr. Ich hab mit meinem Gegner gequatscht, also der könnte auch um 19 Uhr. Und Slash hat ein Game, aber Slash hat sein Game verschoben, geil. Also haben wir jetzt gleich nochmal mein Game. Sehr schön. Dein Ligaspiel? Mein Ligaspiel gegen Alucard. Und da geht es so ein bisschen um Klassen. Richtig weggearbeitet. Klassenerhalt also, geht's Janis, da. Janis, ganz ehrlich, wenn du gegen Alucard nicht gewinnst, ne, dann kriegst du eine Schelle von mir, wenn ich nach Hamburg komme. Wieso kennst du den denn? Und wieso kommst du nach Hamburg? Das musst du gewinnen. Ja, wieso ich nach Hamburg kann, darf ich ja noch nicht verraten, aber trotzdem. Ne? Wieso darfst du das nicht Bescheid verraten? Ja, was ich weiß los? Nicht, ob ich das verraten darf. Warum gibt es hier Geheimnisse? Ich freue mich natürlich immer, wenn der Slash in Hamburg ist, dann kann man da natürlich tolle Sendungen mit ihm machen. Vielleicht mal auch außerhalb von Creepjack. Vielleicht mal so, mal gucken. Und ich? Ja, komm, ja, vielleicht. Ihr macht halt da so eine Sendung zusammen, oder was? Und ich mache hier auch nochmal. Vielleicht wird es ja auch eine Überraschungsfeier für dich. Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ich guck mal, ob mein Gegner schon die Maps gepickt hat. Ich habe eine Map gepickt. Ich muss noch kurz mal ein bisschen meditieren gehen. Ihr redet einfach weiter. Tu das. Gegen was spielt er denn eigentlich? Was ist denn Alucard? Alucard ist Undead, soweit ich weiß. Oh, okay, and Mirror wieder. Ork. Ork. Gut. Ja, ich bin jetzt entspannt, Leute. Mir ist alles egal. Ich war halt echt den ganzen Tag ein bisschen gestresst, weil das war so ein Spiel, wo ich dachte, das kann ich gut gewinnen, glaube ich so. Ich kann gegen den Gegner gewinnen, aber ich muss auch gewinnen. Und das ist so die schlimmste Kombination. Das ist, man erwartet, dass man gewinnt, aber man muss auch. Und dann ist der Druck ganz groß. Anders als wenn jemand super krass ist, wo man denkt, na gut, vielleicht schaffe ich es vielleicht nicht. Aber das war jetzt wichtig und damit können wir, ich weiß nicht, ob ihr das gerade auch schon gemacht habt, aber wir können auch mal gerne die Liga uns angucken, wie es jetzt aussieht bei mir. Und ich weiß nicht, ich kenne mich nicht gut aus mit diesem Turniersystem, aber ich glaube, damit ist der Abstieg abgewendet. Welche Liga bist du? 4E. So, und das war die Situation gerade bei mir. Und zwar hatten wir Guranga auf dem letzten Platz, Luli mit 4, Jack mit 5 und ich auch mit 5. Und hätte jetzt Guranga heute 2-mal gewonnen gegen mich, dann gäbe es 3 mit 5. Und dann wäre die Frage, wer von uns auf diesen gelben Platz dann gekommen wäre.
von mir, Guranga und Jack, die alle 5 hatten. Aber so bleibt die Skala jetzt, wie sie ist, quasi. Und ich bin auf Platz 4. Und genau, Jack, Luli, Guranga sind weiterhin auf den letzten Plätzen. Okay. Genau, also du müsstest jetzt 7 Punkte haben, damit bist du auf jeden Fall safe, was den Abstieg angeht, ja. 1 unter FVB. FVB hat mich geschlagen in dieser Season. Ja. 1:1 haben wir gespielt, aber verdient. Der spielt auch echt viel, muss man sagen. Immer wenn ich morgens aufstehe, mir die Äuglein ausreibe, dann gucke ich, was ist so los in der Welt, und es gibt immer 2 Konstanten. FVB streamt und Leon streamt. So, das ist immer so, okay, da weiß ich, da bin ich zu Hause, es wird ein guter Tag heute. Ja. Die 2 kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Leon war ja auch beim Xperion. Apropos Stream. If you guys want to watch No Smoking Cup and you're waiting for the No Smoking Cup, Remo is casting that on Back to Warcraft 2 right now. So head over there. We stay in German for 2 more matches and then No Smoking Cup for the rest of the evening. Wow. Creepjack kriegt den ersten Platz hier auf Back to Warcraft. Mensch, das ist ja ein richtiger Durchbruch. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nicht schlecht. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Formats. Ein weiterer. Nach den vielen anderen, die wir vielen immer... Florentin, übrigens, der Slash, ne? Der ist heute extrem kritisch und auch neckisch. Ich würde... Wenn ihr gleich den Cast macht bei dir auf twitch.tv/Florentin Will, aufpassen, der ist so ein bisschen angezündet. Okay. Ich versuche ihn so ein bisschen in die Leine zu legen, glaube ich. Danke. Dann mache ich den Good Cop, er macht den Bad Cop. So. Ich habe einfach nur versucht, meinem Ork-Kumpan, der gegen dich gespielt hat, der mit Sicherheit die VODs gucken wird oder auf YouTube das Ganze gucken wird, ich habe nur versucht, ihm Tipps zu geben, wie er das nächste Mal besser machen kann. Sehr gut. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt auch Angst, das VOD anzuschauen. Also, Slash hat unter anderem gesagt, dass unsere Sendung vor 2 Wochen, ne, wo Slash nicht da war, wo wir Tipps gegeben haben gegen diesen... Boah, bist du eine Snitch, Alter! Gegen diesen Acolyte Rush zum Beispiel. Hat er kritisiert? Da hat er gesagt, da habe ich mir kaputt gelacht, was ihr da verzapft habt, das ist ja, geht auf keine Kuhhaut, geht das nicht. So habe ich das gar nicht gesagt. Also, Chat? Ich habe es viel schlimmer gemacht. Hat er das so, so gesagt oder nicht? Hau da, jetzt ist Florentin wieder da. Papa, der hat das gesagt. Ja, wenn du dich hier nicht benimmst, ich muss doch Florentin vorwarnen. Ach so, ja, okay. Halt ab, du spielst gleich. Jeden einzelnen kleinen Fehler, den du machst, so, ja. Freundchen. Chat, da bitte alles sofort richtig weitersagen auch. Da gibt's richtig Salz rein, gibt's da. Wer sich nicht benimmt, kriegt halt auf die Pfoten. Slash hat das genau so gesagt. Er hat gesagt, Jannis und Florentin geben Warcraft-Tipps, ist genauso wie wenn Stevie Wonder Tipps fürs Malen gibt. Das war ein Zitat. Oh, okay, wow. Ja, und Stephen Hawking fürs Rektoren, habe ich gesagt. Ja. Ich habe ja auch alle dazu aufgerufen, dass sie ihre Tipps auch in die Kommentare schreiben können. Ja, das hat der Herr Slash ja auch nicht gemacht. Ne? Also die Hausaufgaben nicht abgeben, aber dann die von den anderen kritisieren. Ne? Das geht auch immer gut. Ja. Ich bin ja hier, als Lehrer muss man die Hausaufgaben ja auch nicht abgeben. Mhm, okay. Weißt du? Dann kontrolliert man die ja nur. Du hast heute noch keine Map geholt, mein Lieber, ne? Also diese großen Töne noch müssen nicht auch erstmal verdient werden. Noch nicht, das stimmt. So, was ist jetzt hier Alu? Ja, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Und in der Zeit möchte ich mich bedanken. Und zwar bei Tobias. Tobias ist ein Zuschauer von uns und auch großer Fan von dir, Florentin. Und wir haben uns da so ein bisschen über Senf unterhalten, weißt du das noch? Ich glaube auch vor 2 Wochen. Ja, auf jeden Fall. Selfie ist ein Thema, und da kann ich immer was dazu sagen, ja. Was der mir geschickt hat, ne? Ein riesen Topf, ein Kilogramm. Den dicken Bautzner. Dicken Bautzner. Hier auch noch für meinen Stream. 1 Kilo Bautzner Senf und eine kleine Packung hier noch. Das ist seine Empfehlung. Hier einmal so, da, einmal so, da. Der Schafe von Essina. Der ist mir nicht bekannt. Kennst du den, Florentin, als Senfexperte? Den kenne ich nicht, nee. Wir haben ja nur den mittelscharfen Senf durchgenommen in unserer Sendung. Da habe ich eine Expertise. Aber scharfer Senf ist nochmal ein komplett eigenes Thema für sich. Aber wir leben ja aktuell in den schweren Zeiten, wo es tatsächlich eine Senfkrise gibt. Also es gibt Senflieferengpässe. Deswegen gar nicht so schlecht, hier von dir so einen dicken Eimer vorgesorgt zu haben. Und da kannst du dann auch schön, das ist ja auch, wenn je größer der Eimer, desto größer kannst du dann auch schön deine Brezel reindippen oder ein Würstchen oder sowas. Ist auch immer schön. Slash, du bist doch nicht im Game.
Welche Nummer denn? Ja, hier habe ich dir ja geschrieben. Guten Morgen. Ja, Mensch. Guten Morgen. Guck, guck hier nach, Kritik machen, steht. Ne? Ich von wegen hier, weil immer. Aber dann Mensch, zu blöd sein, hier vier Dinger einzugeben, damit das Game zu joinen. Ich hatte hier Senffaszination gerade. Ich war ja vorher, also vor Florentins Sendung, war ich ja ein Löwensenf-Verfechter. War ich ja, aber ich muss sagen, seit der Sendung steht beides bei mir drin. Der scharfe Löwensenf und auch der Bautzner, den du jetzt bekommen hast. Ja, Löwensenf ist bei extra scharf ungeschlagen auf jeden Fall, aber der Bautzner und auch Kühne ist immer, du brauchst ja ein Senf-Repertoire, ne? Jeder Tag braucht ja eigentlich einen anderen Senf. Also da musst du dich ja dem Gemüt anpassen. So, wie sieht's denn aus mit Ketchup eigentlich bei dir, Florentin? Geht das da auch, oder? Da mag ich tatsächlich den Rewe Bio-Ketchup mag ich ganz gern. Der ist schön fruchtig, den mag ich wirklich gern. Aber da gab es auch eine Löffel-Messer-Gäbel-Sendung dazu, da war ich nicht dabei. Also deswegen konnte ich jetzt nicht die ganze Palette testen. Also bei mir ganz klar, Hela-Gewürz-Ketchup, ganz klar Nummer 1. Jo. Aber was heißt Gewürz? Ist das gleich Curry-Ketchup oder was ist das für ein Gewürz? Ja, der Hela-Gewürz-Delikat. Also es ist wohl ein Curry-Ketchup, der ist aber nicht scharf. Der ist eher so, der geht so in Richtung würzige Süß-Sauersoße, würde ich jetzt so ungefähr sagen. Okay, spannend. Ja, bin ich auch. Also das ist einfach der Gewürzketchup. Es ist der Ketchup der Ketchups. Ja, also der Back to Warcraft Chat sagt auch, der fetzt total. So ist es. Gut, Janis, ich wünsche dir alles erdenklich gut. Danke. Du machst das. Gut, hau ihn mal hin kaputt. Machen wir. Nee, ihr müsst mich hier, glaube ich, oder macht Deffen oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hau ich den jetzt weg. Kein Problem, Freunde. Es wird rasiert, als wäre ich ein Barbier. Das ist mein Ziel. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Elo der hat. Aber ist auch egal. Weil gegen Ork fühle ich mich stark. Hab heute auch schon ein Match gegen Ork gewonnen. 2-1. Einmal gegen einen Farseer. Einmal gegen den Blademaster. Und eine Map gegen Blademaster auch verloren. Aber hey, das wollen wir gar nicht mal. Wollen wir gar nicht. Es geht für mich um den Nichtabstieg. Ich möchte noch ein paar Ränge gut machen. Nachdem ich gerade einmal verloren habe gegen Sturmi. Jetzt vielleicht mal einen Sieg holen. Florentin hat 2-0 geholt. Ich möchte dann 2-2 holen heute. Sturmi war halt einfach viel besser. Sturmi war einfach besser. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Aber jetzt bin ich vielleicht besser. Und das wird mein Game, meine Freunde. Ich frage mich, was er macht. Weiß man natürlich immer nicht. Ich hab vielleicht schon wieder so ein paar Lags, was nicht so gut ist. Aber ja. Schauen wir mal. Tedfiends, ganz klassisch. Ist immer so ein. Also, Tedfiends ist für mich absolute Reinkommastrategie. Wenn ich sehe, das funktioniert nicht, weil mein Gegner irgendwelche Spirenzchen macht, dann kann ich immer noch adjusten. Aber. Mein Gegner hat mir gerade bei Discord geschrieben. Oder die Nachricht kommt zu spät. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, bei ihm ist alles okay. Der Alucard. Guter Mann, glaube ich. Aber Slash hat gesagt, ich muss den besiegen. Von daher schauen wir mal, wie das läuft. Es sind auf jeden Fall Farseer Headhunter. Das gefällt mir. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Und damit brauche ich nur die Rod. Frag mich, er rennt ja schon rüber. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wo er hingeht. Aber ich kann hier. Ja, kriegen wir noch hin. Jetzt will ich wissen, ob er abbiegt oder nicht. Was glaube ich auch mehr oder weniger egal. Okay, er kommt direkt rüber. Dann wollen wir hier nicht so viele fiese Matten machen. Doch ein Abbieger, oder? Interessant. Okay, dann kann ich auch noch, wenn der nicht kommt, dann mache ich das zu Ende. Da ist er. Oh, nicht getrappt werden. Alles gut. Noch. Ja, da soll er mal schön
patience has ended. My vengeance is yours. Clown, komm her. Zu spät? Wahrscheinlich bin ich zu spät. For the Lich King. My vengeance is yours. Ah, nee, cool. My patience has ended. Oops. You call. My vengeance is yours. Summon me, Zerolix. Feast the wrath. Jetzt haben wir uns den Creep. Come on! No, zu spät. Naja. So ist es halt im Early Game, ne? Gegen Ork. Was willst du tun? Okay. Er macht ja auch nicht viel. Von daher keine Panik. My patience has ended. For the Lich King. As you order. You call. Alles wie gewollt. Tech ist ziemlich perfekt fertig. Und let's go, meine Liebe. Nur Level 1 zu haben nervt natürlich ein bisschen, aber. Das ist gar nicht so schlecht, der Herr. Das habe ich mir simpler vorgestellt, to be honest. My patience has ended. Where shall my patience has ended? Schon ein bisschen nervig, was der hier verzapft. Krieg ich einen Critter irgendwo? Warum sind denn hier keine Critter? For the Lich King. Da. By Ner'zhul. My patience has ended. I am the darkness. My patience has ended. My vengeance is yours. Let battle be yours. Okay. Ich glaube, er macht sich auf den Weg zu mir. Das ist alles fein. Weil ich mache einfach einen Counter-Push. Jo, genau so. Oh, das ist ganz schön viel. So, Game of Chicken, meine Freunde. Acolytes verlieren natürlich nie gut. Wann tippt denn der endlich? Verdammt nochmal! Das habe ich mir anders vorgestellt. My patience has ended.
Er ist weg. Dreckiger. My patience has ended. Ah, kein. Mein Leichhorn ist wild. My vengeance is yours. Direct my hand. Nein. Let the living beware. Our forces are under attack. Verdammt nochmal. We demand additional blood. My patience has ended. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Na gut. Langsam aber sicher. Warum kommt er nicht? So. Das ist doch nervig. Ich will doch nur ein paar Level haben, Mann. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Kol Nova her.
So, Freunde. Und dann machen wir den Sack doch mal zu hier. Kommt der Hexe? Nope. Nice. Ich hab ein TP, ne? Forces are under attack. My patience has ended. My patience has ended. Alright. Junge, 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 da musste ich aber ein bisschen für ackern, ey. Das Early Game war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber sonst okay, das Ding. Nie aus der Ruhe gekommen.
Alles so wie geplant. Hat ein bisschen länger gedauert. Was ist denn hier jetzt los? Jetzt hier, haben wir hier... Ja, danke schön. Das war... Hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Hallo? Ja? Hallo? Was ist denn los? Ja. Und ist ja die Ilse? Ja, ist schön gemacht. Schönes Spiel. Und Slash, was war jetzt hier alles wieder falsch? Ich hab dich gelobt, hab ich dich. Ach so. Durch die Bank gelobt. Du hast alles richtig gemacht. Alles wunderbar. Du hattest eine Fiend in deiner Base vergessen. Aber das sind Kleinigkeiten. Du hast das richtig super gemacht. Und ihn hier schön auseinandergenommen. Slash hat richtig, also so viel Freude habe ich in seinen Augen wirklich lange nicht gesehen. Der hat wirklich hier getanzt und gejubelt und die Hände in die Luft gerissen, Thumbs abgegeben. Also da war wirklich nur Positives dabei. Ich glaube euch kein Wort. Er musste wohl YouTube gucken. Ihr seid Lügner. Wir wollen nur ein paar Klicks noch. Wir wollen ein paar Klicks holen. Ah, ist klar. Early Game lief ein bisschen schleppend. Du warst ziemlich lang Level 1-1 mit Heroes, aber Alucard hat da noch Druck gemacht ohne Ende. Ja. Aber danach war eigentlich alles ganz gut. Ich habe einen einzigen Fehler hatte ich nur bemängelt bei dir. Das war, als du dann die 3-3-3 Heroes hattest, hast du nochmal angefangen zu creepen, statt den Gegner zu suchen und da weiter Druck zu machen. Aber ansonsten war das alles gut. Du hast wunderbar Dark Ritual geused und so weiter, deine Skeletons gut eingesetzt, du hast schön die Wölfe gedispelt. Da war nichts, was vermissen ließ. Wer hat doch anders erwartet? Okay, ja, ich merke schon. Alles gut. Stark. Aha. Sehr gut. Chat. Northern Isles, das Ganze jetzt nochmal, ne? Mach das Ding zu jetzt. Mach das Ding zu jetzt. Ich warte ja nur auf das Go. Ist das deine Map? Ist das schon Go? Nee, Last Refuge war meine. Okay. Was ist mit Go? Hat er nicht schon ready geschrieben? Nee, ich war das. Mit Fragezeichen. So. Na gut, okay. Na dann, jetzt komm. Mein fertig. Okay. Tu es. Schreibt da noch 2-1. Du musst den jetzt wieder blockieren. Halt doch mal deinen Mund jetzt da! Ich schalte den einfach nur stumm. Mann. Du kannst ihn doch blockieren. So, Jan ist damit 1-0 vorne. Wir sehen uns jetzt hier wieder auf Northern Isles, der frostigen Map, eine der Lieblingsmap von Janitz, hat er zumindest mal gesagt. Vor allem nicht. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Ist nicht so schwer. Ja, jetzt muss ich hier auch noch im Early Game mich darum kümmern, dass die ich nicht betrüge. Unabsichtlich. Mann. Die Tomes. Ja, Tomes, ey. Who cares? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, machen wir jetzt, ne? Holen wir einfach, Leute. Oder was? Ich fühle mich nicht entsprechend angefeuert von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht hier immerhin um meinen Nicht-Abstieg. Das ist schon wichtig. Für mich persönlich jetzt, in meinem Comeback in der Crypt Camp Liga. So, spielt er wieder fast hier Headhunter? Oh, du Wart. Go. Jawohl, so will ich das sehen. Physics kehrt. Mach ihn platt. Jawohl, Leute. Finde ich gut. Euch muss man immer anfeuern, ne? Oder hier anstacheln. Danke übrigens an die Subs. Crewman WC3, Dark Blood God, Übergold, Shorty. Herzlichen Dönerstag an dich. Scription, Rage Piggledy. Guranga auch nochmal reingesubbt. Danke. Icy natürlich auch. Leute, so gefällt mir das. Was haben wir hier? Wie, was? Ah, übelster Fast-Tag. Der Fuchs. Ich weiß nicht, ob er einen Blade Master gespielt hat. Ich hab's nicht gesehen. Aber mit so einem Fast-Tag eigentlich nicht, ne? Ich hab's leider echt nicht gesehen. Ah, hat er. Okay. Ja, gut. Was eine Nervbacke, Alter. Aber dann spielen wir das Ganze halt passiv rum. Mir egal.
I wish only to serve. Wir haben Backup Acolyte. Wir haben Tower Up. Haha, nicht da in die Ecke laufen. Danke. Ja, jetzt machst du nämlich nix. Parknose. Hat der auch einen guten Schaden, dieser Blade Master? Tja. Aber that's it. Er hat sein TP noch. Was soll er machen? Denn jetzt da. Ja, ja, mein Freund, von wegen. Und jetzt kann er es nicht mehr canceln! Jetzt noch Headhunter, wa? Hm. Bisschen fragwürdig, was der hier macht. Ist es nervig. No, ich habe auch kein Mana mehr. Blöd. Das war vielleicht ein bisschen übermütig. Nein, warum nehme ich denn die Potion nicht, ich Affe? Weil ich es nicht brauche. Simple as that. Make your choice.
Research complete, you call. So, jetzt hätten wir das auch geklärt. Was will der schon in der Zeit gemacht haben? Nicht viel. Er hat ja auch nicht gelevelt. So. Alles im grünen Bereich. I come from the darkness. Ups, falsche Koi. Nein! Sentry Ward ist natürlich Banger. For the Lich King. My patience is ended. Ja, sich selber immer wieder zu Supply blocken, das ist natürlich auch selten dämlich, ne? Was macht der DK? Fuck. Ja, das war richtig dumm, Alter. Ah, ich attackiere mich ja komplett selber, ich Idiot! Your feeble request.
Junge, Junge, Junge. Das hätte auch schief gehen können. Guter Panikmodus, Janis. Shit. Was machst du denn da? Yo, da kann man schon mal verlieren, so ein Game. Schon wieder! Das nervig! Where shall my blood be spilled? I gladly obey. I will be done. My life for my patience has ended. Kann hier jetzt mal Ende sein gleich. My patience has ended. I summon up his fleet. Summon Khan's fleet. Tremble before me. Summon his. Oh yeah. Oh yeah. That's what we want. Reach! Ja, Mann. Ja, Mann. Genau das, Baby. Genau das. So, machen wir Schluss hier. Hi. My patience has ended. You brought me back. You called. Tremble before.
Mein Pitlord ist zu mächtig. Nein! Na komm. My vengeance is yours. Let my cries. What must I do? Why have I been summoned? I am the darkness. Make your choice. Call to my patience has ended. Stand ready. I bow to your my vengeance is yours. You call. You brought me back. My patience has ended. Tremble before me. Our forces are under attack. Na gut. Dann nicht. Tremble before me. My patience has ended. Why have I been summoned? What trickery is this? Alter, der hat echt verdammt gute Shop-Control. What is your feeble request? I Na komm jetzt! Wie du mir, so ich dir. Oh shit! Our town is under attack.
thy bidding. My patience has ended. Our forces are under attack. Has ended. Thank God. What is your feeble request? What trickery is this? Take your time. Look around. Nicht gecancelt. Autsch. Ha, das ist so ein Red Spot. Wie ich halt nie reache, Mann. Hat der nix gecreept auf dieser Map? Give it up, give it up, baby, give it up! Na 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 na! Junge, 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 das war richtig nervig. Holy shit. Hallo? GG, ja. Herzlichen Glückwunsch zu einem sauberen 2-0. Shippang! Easy, zu keiner Zeit war ich genervt oder so. Junge, 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 ey, der hat schon gut Druck gemacht, der Bursch. Aber das war auch mein Game, ne? Ja, du hast ein bisschen Spaß am Pitlord gehabt, hatten wir das Gefühl. Ah, Pitlord, bester Lord. Ah, schwipp, schwapp, schwipp. Ja, das, gefällt mir richtig gut. Und damit auch nicht abgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Schön gemacht, Mensch. Heute machen wir ein Full House, oder? 2-0 von mir, 2-0 von dir. Jetzt sehen wir gleich das Spiel von Slash. Ja, jetzt stehe ich natürlich wieder ein bisschen unter Druck hier. Wollen wir davor, bevor wir ins Slash-Spiel reinsteigen, nochmal so ein bisschen diesen Moment feiern und glorifizieren und mal wirklich Jannis die Bühne dafür geben, mal wirklich sein ganzes Können zu zeigen? Was kann denn das wohl bedeuten? Ja, können wir machen, ne? Das ist natürlich, das freut mich, denn das ist natürlich das Stichwort für eine der schönsten Rubriken, in der Jannis auch mal seine andere Seite zeigen kann. Nicht mehr dieses brutale Einheiten umbringen, wegkeulen, nein, sondern wirklich mal den Wissensteil der ganzen Sache. Und ihr wisst, wovon ich rede. Natürlich rede ich von Jannis kann es! Ihr könnt gerne joinen, es ist das kennt es natürlich, das Warcraft, ein Spielmechanik-Quiz mit Jannis, der einfach abgehauen ist. Ich bin nicht abgehauen, die Kamera ist gefrost. Also irgendwie ist ich mach's ja mit dem Handy. Und irgendwas ist da, warte, vielleicht kommt das jetzt wieder. Nee? Jetzt vielleicht. Doch, da bist du doch schon mal, herrlich, schön. Guck mal. Genau den Gesichtsausdruck kannst du dir auch gleich beibehalten. Jannis kann es ist die Rubrik, in der Jannis jede Woche 3 Fragen richtig beantwortet. Die Fragen kommen aus der Warcraft 3 bzw. Creepjack Community und wir schauen uns das Ganze an, wie Warcraft 3 eigentlich funktioniert. Die Details, die Interaktionen, diese ganzen vielen kleinen Feinheiten, die nie ein Spiel entscheiden können, aber trotzdem ganz interessant sind. Hier schauen wir sie uns an und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, sondern stellen Jannis natürlich die erste Frage. Und zwar geht es direkt los mit Steffen, der möchte wissen, wird Sacrificial Skull Blight entfernt, wenn ein Gebäude darauf gebaut wird? Nein. Wir kennen das Item Sacrificial Skull. Was für ein Gebäude?
ist irgendein Gebäude. Ja, also wenn ein Undead-Gebäude drauf gebaut wird, nicht. Nein, wir reden natürlich nicht von Undead-Gebäude. Nur um das zu sagen, ihr kennt ja diesen schwarzen Boden rund um Undead-Gebäude. Das ist Blight. Und wenn das Gebäude abgerissen wird, dann kann der Gegner dort ein Gebäude drauf bauen, um diesen Blight zu entfernen. Wie sieht es aus bei Sacrificial Skull Blight, der ja gar nicht an ein Gebäude gebunden ist? Also, ich möchte trotzdem hier nochmal erwähnen, dass die Frage nicht korrekt gestellt ist, weil im 2-on-2 ist es nämlich anders als im 1-on-1 zum Beispiel. Wenn Ali da drauf baut. Ach, wen interessiert denn 2-on-2? Alter, jetzt kommen wir hier wie die anderen alle mit ihrem komischen 4 gegen 4 an oder so. Jetzt kommst du hier, gerade du, der sich sonst immer über die Genauigkeit der Fragen beschwert, fällst mir jetzt hier in den Rücken oder was? Ja, klar. Du bist mir ja schon beim ersten Cast in den Rücken gefallen. Schweinerei, ich hab dich gerade die ganze Zeit gelobt, das mache ich auch nie wieder. So, ich hab geantwortet. Also die Frage ist, wird es entfernt? Der Undead setzt ein Sacrificial Skull, der Gegner baut ein Gebäude darauf, wird das Ganze entfernt? Ich bin für eine dritte Wahlmöglichkeit wie in der Schule, kreuze an, ja, nein, und ich hätte gerne noch vielleicht. Okay, ihr habt beide geantwortet. Wollt ihr sagen, was ihr geantwortet habt? Ja. Ihr habt beide gesagt, ja. So, Slash, du hast 4 Peasants bekommen? Ja. Janis, du hast ein DK mit Sacrificial Skull, das kannst du mal in der Mitte von dieser Insel platzieren. Oh, nicht unbedingt die Mitte. Und jetzt kann Slash dort ein Gebäude darauf bauen und dann sehen wir ja, ob der Blight entfernt wird oder nicht. Ja, eine Town Hall, die am längsten dauert, du Affe. Hast du wieder keinen Funken nachgedacht, ne? Ja, was denn? Passt doch da schön drauf. Mach doch eine Farm. Ach so. Ach, das ist auch schön, wir gucken uns das an. Janis, solange du nicht harassst, geht das auch ganz gut. Ich mach so. So. Ja, okay. Slash! Wir haben hier nicht jetzt so viel. Ich hab noch was anderes zu tun. Welches Gebäude wird als erstes fertig, können wir jetzt auch fragen. Junge. Gut, es wird ein Hof. Juhu! Ist klar. Oh, okay, schön. Da lässt das so voll wie so ein Feuerwerk. Damn! Bleib da. Aber jetzt, wenn du. Warte. Wenn du jetzt die Farm abreißt, ist unter der Farm noch Blight? Ist ja die Frage. Oh, muss ich jetzt angreifen dann, oder was? Ja, du musst angreifen. Wir warten jetzt nicht, bis ihr die scheiß Farm kaputt gemacht habt. Ja, wieso? Das ist doch die Frage. Ach, auf einmal ist die Frage nicht korrekt gestellt, die oder Frage, was? Nee, die Frage ist korrekt gestellt. Nur, wir müssen gucken, ob... Blatt geht weg. Da siehst du, Blatt geht weg. Und damit die korrekte Antwort für Janis und Slash. Siehste, Blight geht weg hier. Wir haben ja nie um den Umkreis um das Gebäude geredet, sondern um den Punkt, wo das Gebäude ist. Und das ist damit weg. Und damit haben wir recht. Na, von mir aus. Bam, 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 bam. Hast du nicht erwartet, ne? Hast dich schon gefreut, dass wir hier was falsch haben, aber Naja, okay. Ihr habt schon recht, man sieht, hier wurde Blight auf jeden Fall entfernt von mir aus. Gut, damit kriegen beide einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch, finde ich gut. Damit kommen wir zu Frage Nummer 2. Die kommt aus der Community und zwar von Löwente und der möchte wissen, welche Einheiten kann ein entsnärter Hippo-Rider angreifen? Luft, Boden, Luft und Boden oder weder Luft noch Boden? Also Hippo-Rider ist gemeint der Archer, der auf einen Hippo draufgeklettert ist. Wen kann der angreifen? Ich bleib bei meiner Theorie. Dass Nachtelf OP ist und deswegen beides ist? Korrekt. Aber wie soll man denn vom Boden... Okay, da kann er auch hochzielen, ne? Ja, ein Archer kann ja auch Luft und Boden angreifen, auch wenn er entsniert ist. Das denke ich nämlich auch. Oh, herzlich willkommen übrigens, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Simon und Mara. Vielen Dank für die Raids. Wir befinden uns gerade in einem Warcraft 3 Quiz, wo Slash und Janis ihr Wissen anbringen müssen. Und gerade steht es 1-1 für beiden. Wir haben hier diese tolle Map gebaut. Und die Frage aktuell ist, die jetzt natürlich für Warcraft 3 nicht involviert und schwer zu verstehen ist. Aber ich stelle sie trotzdem, welche Einheiten kann von einem entsnärten Hippo-Rider angegriffen werden? Ihr könnt ja gerne eure Antworten in den Chat schreiben, wenn ihr möchtet. Ja, habt ihr beide euch entschlossen? Ja, ich folge dem Slash. Ihr habt beide die Antwort gegeben, sowohl Luft als auch Boden. Gut, dann Slash, kannst du mal nach rechts laufen. Janis kann nach und den Hippo-Rider jagen.
Kannst auch direkt den Wyvern mitnehmen, dann können wir gleich sehen, ob er die Lufteinheit angreifen kann. So, da ist er ensnared. Und jetzt die Frage, wen kann er angreifen? Boden kann angegriffen werden, das sehen wir. Und Luft auch. Kann auch angegriffen werden. Völlig richtige Antwort hier von beiden. Stark. Oh yeah. Da ging meine Logik wieder auf. Ich habe das mit dem Bogen beantwortet, weil man kann mit dem Bogen durch Netze schießen. Gut, alles klar, wunderbar. Dann für mich kommt jetzt alles auf Frage Nummer 3 zusammen. Oh. Wer hier von den beiden den Sieg mitnimmt und ob Jannis nach kurzer Zeit mal wieder alle drei Fragen richtig beantwortet. Aber die Frage Nummer 3 ist natürlich wie immer tricky. Sie kommt aus der Community und zwar von Larry. Der möchte wissen, wird ein Blade Master von Frost Armor betroffen, wenn er sein Ziel beim ersten Schlag mit einem Orb of Lightning purged? Also das, was quasi immer passiert, weil Orb of Lightning immer triggert. Also um das nachvollziehen zu können, Orb of Lightning fügt dem Blade Master Schaden einen Blitzangriff zu, der kann den Gegner purgen, sprich er entfernt alle Buffs. Frost Armor wäre ein solcher Buff. Die Frage ist, was passiert, wenn das am ersten Schlag passiert? Wird der Blade Master dann selber noch von dem Buff betroffen, den er ja gerade gepurged hat? Oder nicht? Was ist eine gute Frage, ey. Hast lange kein Blade Master mehr gespielt, wa? Ja. Ja, ich habe das natürlich gerade wahrscheinlich im Game sogar gehabt, aber. Nee, er hatte keinen Orb. Ah, okay. Ist natürlich ein Fehler. Wie ist die Prio-Liste, Alter? Pures Raten. Okay, Slash-Logik ist wahrscheinlich ja, weil Ork so schwach ist und deswegen, ja, na klar. Okay, gut. Ich glaube, der Purge ist aber höher in der Prio als der Spell. Oder? Ich rate auch einfach. Also, wissen tue ich es jetzt ehrlich nicht. Ah, scheiße, ey. Oh, Jannis ist hier noch unsicher. Ja. Slash hat seine Antwort schon eingeloggt. Jannis ist noch unentschlossen. Es ist eine 50-50-Frage. Schwierig. Fuck. Bin mal gespannt, wie wir das gleich darstellen sollen. Oder hast du 100% Crit überhaupt gemacht? Ja, 100% Crit. Ja, ach, wir brauchen eine Antwort. Ja, wir brauchen eine Antwort, wir brauchen eine Entscheidung. Wenn Slash ja gesagt hat, sage ich nein. Beide wissen es nicht. Der eine hat Glück, yes. Der andere hat Pech. Der eine steht gut da, der andere nicht. Let's go. Also, Jannis sagt, nein, der Blade Master wird nicht geslowed. Slash sagt, ja, er wird noch geslowed, obwohl er ihn direkt purged. Und, ja, wir schauen uns das mal an. Jannis übernimmt natürlich die Rolle des Undead hier und Slash übernimmt die Rolle des Orks. Du kannst deinem Ghoul mal Frost Armor geben, wenn du möchtest. Und wie gesagt, ich habe den Orb of Lightning so eingestellt, dass er automatisch purged und wir sehen, er wird nicht geslowed. Ja, okay. Mann! Wenn er beim ersten Schlag purged, betrifft ihn der Buff selber nicht mehr und damit geht der Punkt an Jannis, der damit diese Runde gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. 2 Siege auf der Map, 3 Siege bei den Fragen. Ja, schon nicht schlecht heute. GG. Wo ist mein Preis? GG. Der Chat sagt gerade, dass wir Frage 1 nochmal wiederholen sollen. Sehe ich nicht. Wie das mit dem. Moment mal, wodurch wurde der denn sonst entfernt? Ja, eben. Also, jetzt bin ich rausgegangen. Könntet ihr darüber in dem Game vielleicht diskutieren, weil mein Gegner, der wartet jetzt seit fast 2 Stunden. Oh, ach so, ja klar, natürlich. Sag das gerne. Okay, dann sind wir hier durch. Gerne, dann starten wir gerne rein. Mit Frage 1 war alles in Ordnung. War alles in Ordnung. So. Sag ich jetzt einfach mal, weil ich dann recht habe und Preis krieg. Ja, geiler Tag. Geiler Tag. Ich bin mir auch unsicher, ehrlich gesagt. Aber wir müssen jetzt Slash. Wie sieht's denn aus bei dir in der Liga? Ja, ja. Weil es gibt ja 2 Arten von Dispel. Einmal den großen und den kleinen. Ja. Und die Frage ist, welcher davon war gemeint? Aber wir reichen das nach. Jannis, kann der Sieg noch aberkannt werden? Nee. Am grünen Tisch hier. Das finde ich gemein. Ist das Game denn offen? Ja, die 33 ist es. Wie heißt denn dein Gegner? Mein Gegner heißt Charlie mit SH. S-H-A-L-I.
Der arme Kerl wartet hier die ganze Zeit. Ah, das tut mir leid. Ja. Also, Slash ist kein Druck, ne? Aber ich habe 2-0 nee. Gespielt, Jannis ja. hat 2-0 gespielt. Ich wünsche dir viel Spaß in dem Spiel, aber ja, wehe, du verlierst eine Map. Wie sieht's denn aus bei dir in der Tabelle? Ja, ich habe ja gegen die Elfen alle verloren, kann aber trotzdem noch Platz 2 erreichen, indem ich heute 2-0 gewinne. Dann wäre ich Zweiter und müsste gegen einen anderen Zweiten spielen, um den eventuellen Aufstieg sogar noch in Liga 2. Hast du die Matches verloren oder wie ist das abgelaufen nochmal genau? Ja, da stand 2-0 für den Gegner auf einmal. Wie ist das denn passiert? Hast du da auf der Map dann aber auf den Sack gekriegt oder? Also gegen Link, ja. Ja gut, Link ist ja auch stark. Ja, und bei den anderen, was war da los? Da stand es auf einmal 2-0. Also 0-2. Ich finde, dafür solltest du aus der Liga einfach ausgeschlossen werden, dass du gegen Nachtelfen Deathwing gegeben hast. Das ist so armselig in einer Community-Liga. Es ist so armselig. Das hat so keine Ehre. Nicht den Funken. Es ist so einfach nur Zeitverschwendung. Wenn ich gespielt wäre, ist auch 0-2. Von daher passt doch. Leute freuen sich vielleicht, gegen dich zu spielen, dich zu demütigen. Ja. Absolut minderwertig, was du hier... Das kann sein, dass sie sich freuen, mich zu demütigen. Ich hoffe, du kriegst richtig auf den Kopf. Ja, das kann durchaus passieren, weil das mein erstes Game jetzt heute ist. Hättest du ja aufwärmen können. Was hast du denn gemacht den ganzen Tag? Mich ums Auto gekümmert und hier eure Games gecastet. Das mit dem Auto war auch nicht so. Aber du bist in Siegerlaune. Du hast jetzt 4 überzeugende Siege gesehen. Du musst das jetzt einfach nur noch nachmachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Slash. Kein Druck, aber wehe, du versaust. Ja, ich kein Druck, euch. Ne? Ja. Kein Druck. Wehe, du versaust. Sollen wir uns jetzt auch muten für ihn? Nee, der macht das schon, ne? Der macht das. Ja. Slash ist. Der ist technisch begabt. So, wir sehen dasselbe Matchup nochmal. Jetzt müssen wir nur unsere Sympathien kurz umdrehen. Jetzt müssen wir nämlich alle für den Ork sein und alle gegen den Undead-Spieler. Denn als Undead-Spieler haben wir Charlie, einen der wahrscheinlich geduldigsten Community-Mitglieder dieser Liga, der schon so lange warten musste. So lange musste er sich diese mittelmäßige Sendung angucken. Und jetzt kann er endlich zum Zug kommen, konnte sich aufwärmen. Finger sind warm, Augen sind warm, Körper ist warm, alle Replays nochmal angeguckt. Also dieser Mann ist warm. Links oben als gelber Undead Charlie. So, der muss auch warm sein, weil der Slash ist so ein bisschen höher im MMR, ungefähr 150. Das ist gar nicht so verkehrt. Und Slash natürlich unser Community-Bengel hier unten rechts in blau. Bin gespannt, wie schlimm er jetzt rumlamet, weil es geht ja um was. Und wir wissen, wenn es um was geht, dann kennt Slash weder Freund noch Feind. Ist mir auch egal, ob der Zuschauer Spaß hat oder nicht. Da geht es nur um den Erfolg. Da ist er wirklich gnadenlos, da wird auch gelähmt und gecheased und wir sehen es hier schon mit dem Farseer Headhunter Opening, das wir kennen. Das haben wir auch gerade gegen dich gesehen im ersten Spiel, Jannis. Was ist die Schwierigkeit? Wie wehrt man diesen Wolfsmann erfolgreich ab und was sind die Gefahren? Der kann natürlich Wölfe beschwören, das wissen wir. Kann auch aus der Distanz angreifen und bis man selber was hat, was aus der Distanz angreifen kann, dauert es eine Weile. Dementsprechend kann der Farseer immer gut reinlaufen, ein bisschen auf deinen DK draufschlagen. Und das Problematische ist, den DK kann man ja auch relativ schwer heilen. Also das Early Game ist schon schwierig. Man muss vor allen Dingen geduldig bleiben, während mein Akku sich gerade verabschiedet vom Headset. Das ist natürlich jetzt doof. Florentin, du musst mal kurz... Nee. Mist. Mach ich doch gerne. Komm, du bist für heute durch. Du hast Jannis Kannes hinter dir, du hast deine Spiele, die du hast jetzt Feierabend. Du kannst auch einmal Schluss machen. Ich weiß nicht, wie ich die technischen Probleme lösen, Freunde. Kein Problem. Ansonsten scoutet Charlie hier gerade und sieht auf der Gegenseite, ja, wir haben es hier mit Farseer Headhunter zu tun. Und wir haben vorhin Slash gehört, der meinte, dass die manchmal diese Strategie auch mit Ghoulen gecountert wird, nicht mit Fiends, wie wir es von Jannis gesehen haben. Und ich glaube, so macht das Charlie hier gerade. Er produziert hier einige Ghoule, die können nämlich nicht nur Holz abbauen, sondern die sind auch die Basic-Kampfeinheit der Untoten. Und die sind zwar klein und schwach, aber dafür schnell und in großer Zahl vorhanden. Und machen auch gut Schaden gegen die Headhunter, die wir hier gleich sehen. Aber jetzt sehen wir erstmal hier den Orkhelden, den Farseer, der mit seinen beiden Geisterwölfen sofort Druck machen will auf der gegnerischen Map-Seite. Manchmal creept man noch ein Camp davor, manchmal geht man direkt ran. Er creept hier nochmal ein Camp, verteilt hier schön die Aggro auf beide Wölfe. Also versucht hier beide so lange wie möglich am Leben zu halten. Das macht er gut, während Charlie hier versucht, die Expansion zu creepen. Das geht mit den Ghoulen ganz gut. Es sind eine ganze Menge dabei und gerade hat er auch noch die Zeit. Und die Frage ist,
kriegt Slash das mit. Hat hier erstmal Mantle of Intelligence. Gutes Item hier für den Intelligenzhelden. 3 Schaden mehr, mehr Mana und mehr Mana-Regeneration. Während hier Charlie gerade einige Skelette schon am Start hat. Und Slash hier versucht vielleicht einen Creep zu klauen. Nein. Das macht er hier ganz sicher. Und jetzt hier der Surround-Versuch gerade. Er hat die Aura noch nicht. Das heißt, seine Einheiten sind noch nicht sonderlich schnell. Aber manchmal gelingt ein Surround auch so. Aber natürlich nicht gegen den schlüpfrigen Slash, der natürlich seinen ganzen Körper eingeölt hat und damit auch aus jeder Umklammerung sofort rauskommt. Allerdings Charlie hier mit dem Level 2 und jetzt der Aura-HP-Regeneration plus Bewegungsgeschwindigkeit. Und ja, beginnt in Tech jetzt. Hat die Expansion freigecreept. Ich weiß nicht, ob er damit was machen will, ob er die irgendwie nehmen will oder ob er diesen riesigen Goldberg einfach liegen lässt in seinem Hinterhof. Glaube ich, die Überlegung hatten wir alle schon. Während Charlie ein bisschen seine Einheiten über die Map verteilt, wissen möchte, was los ist. Jetzt kommt der Graveyard und der Tech. Muss er sich noch ein bisschen zu Hause hochregenerieren, hat sich den Ritual Dagger geholt. Ganz neues Item. Also für Warcraft 3 Verhältnisse 4 Jahre alt. Und damit können auch Undead sich so ein bisschen hochregenerieren. Das macht er hier gerade. Und er creept jetzt hier weiter, während Slash selber auch noch ein bisschen creept. Also gar nicht so aggressiv. Er hat ja mal gesagt, er wartet auf die magische Zahl an Headhuntern, die er haben möchte, bevor er angreift. Ich glaube, 6 waren das damals oder 5 oder 3. Also eine Zahl auf jeden Fall. Und nur Slash muss sie wissen und die weiß er auch und die kennt er auch. Und jetzt macht er hier weiter. Druck. Während der Creep hier allerdings beendet werden. Oh, ich glaube, er hat ihn weggesnackt. Ich glaube, er hat ihn weggesnackt. Timing. Richtig, richtig schönes Timing. Ja, der DK noch nicht Level 3, er wartet weiterhin. Da ist aber ein Narrow Tower, das hilft jetzt natürlich ungemein. Ja, das brauchst du eine Brille oder wie? Nee, ich habe also meine Kopfhörer, ne, die haben Akku. Und der ist gerade leer. Jetzt habe ich den am USB-Kabel, das aber zu kurz. Jetzt hänge ich hier über meinem Schreibtisch, kann aber langsam wieder was sehen. Bin halt jetzt sehr dicht am Monitor dran. Ja, auf jeden Fall. Wir können dich auch gut sehen, aber das ja, ist schon schön. Mal ein schöner Anblick auf jeden Fall. Okay, das freut mich. Ich habe das jetzt so einigermaßen hingekriegt. Ja, was soll ich dazu sagen? DC... Warum sind diese Kabel auch immer so kurz, ne? Also warum müssen die so kurz sein? Das Kabel ist riesig, aber das geht einmal unterm Tisch, dann habe ich Kabelmanagement und dann ist da das genau so lang, dass ich das einfach hinten an... Also, da ist nicht viel Spielraum, sag ich mal. Okay. Moment, gut. Ich kann einfach ein anderes Kabel nehmen. Sekunde. Ein relativ entspanntes Creepen hier auf beiden Seiten auf jeden Fall. Und beide Helden nähern sich dem magischen Level 3. Das will man natürlich immer haben in Warcraft, weil dann man das erste Mal eine Fähigkeit zum zweiten Mal skillen kann, die dann stärker ist als Farseer. Holt er sich natürlich die Level 2 Wölfe und ja, Charlie selber ist selber noch nicht Level 3, aber man verpasst sich hier gerade. Ich glaube, die haben sich gar nicht gesehen. Nee, jetzt doch. Jetzt riecht er hier Blut, will sich natürlich hier die Headhunter abholen. Wenn er noch kein Level 3 hat, wie gesagt, aber so eine Level 1 Coil, die tut auch weh. Aber er kriegt es nicht ganz hin. Kriegt es nicht ganz hin. Und Slash kann seinen Headhunter retten. Und jetzt kommt der TC hier schon mal vorbei. Während wahrscheinlich auch der zweite Held hier auf Charlie Seite in Planung ist. Es ist der Lich. Und hier, das macht Slash natürlich gut. Das kann er natürlich nicht selber immer bemängeln bei anderen und dann nicht selber machen. Das macht er hier gut. Zieht seinen ersten Helden weg, damit nur der zweite Held die Erfahrung von den Creeps bekommt. Und kann damit das Creepen von seinem zweiten Helden beschleunigen auf 1,5 Level. Hat er ihn jetzt schon. Und ja, bis jetzt noch relativ zahm beide. Beide creepen entspannt, wollen sich erstmal die Map angucken. Dieses schöne tropische Paradies Tidehunters. Kann ich natürlich verstehen. Und Slash creept jetzt erstmal sein TC hier hoch. Beide warten. Das Tier 3 ist sehr spät von Charlie. Das tut ein bisschen weh. Gerade wenn man Destroyer unbedingt braucht gegen die beschworenen Einheiten vom Farseer. Und auch einen dritten Held eigentlich unbedingt braucht. Aber gut, er muss jetzt ein bisschen mit den Ghoulen was machen, wenn er die mitzieht. Tut er aber auch nicht. Interessante Strategie. Fühlt sich ein bisschen verloren an, was Charlie gerade macht. Er hat sich ja auch für den Lich entschieden. Du hattest ja die Dark Ranger genommen.
Aber ist natürlich wahrscheinlich Geschmackssache. Wenn man Fiend spielt, so wie ich, dann nimmt man Dark Ranger als zweites, weil man ansonsten zu lange warten muss. Wenn man Ghule spielt, dann hat man die Zeit und kann den Lich spielen, weil die Ghule den Power Spike ein bisschen nach vorne verschieben. Okay, cool. Auf jeden Fall creept jetzt hier die Expansion von Slash zu Ende. Slash creept sich die andere Expansion hier frei und ist jetzt schon Level 3 mit dem Mana Pot. Also, sehr, sehr starke Level 2 Spells hier im Arsenal von Slash, die harten Storms. Und da hängt Charlie einiges hinterher. Der Lich ist noch nicht mal Level 2. Ja, das ist fast noch normal. Jetzt muss er aber aufholen. Und das so schnell es irgendwie geht und das auch ohne großartig was zu verlieren. Die Fiend sieht aber gar nicht mal so gut aus. Mana sieht hingegen sehr gut aus. Also da könnte eigentlich die Creeps so wegnuken. Nur ein Fight. Den darf er nicht eingehen. Ja, furchteinflößend die Ork-Helden hier gerade. Und der Creep sogar noch weiter, Slash. Das kautet die ganze Map frei mit deinen Wölfen auf jeden Fall. Hat immer einen guten Überblick, was hier gerade los ist. Und Charlie hier ganz sneaky hier direkt an der Ork-Base. Creept er hier gerade. Oh, aber er könnte hier gerade gesandwiched werden von der Kodo auf der einen und der Armee auf der anderen Seite. Wie kommt er da wieder raus? TP, so schnell das geht. Hätte vielleicht vorher noch die Keul werfen können, aber reicht's noch? Nein, weil Chain Lightning. Gutes Timing, da haben die Wölfe vom Fast ja die Fährte aufgenommen und anhand der Leichen wahrscheinlich die Position weggegeben. Aber okay, das ist ganz okay Erfahrung für einen Lich, immerhin Level 2. Jetzt muss aber trotzdem noch weiter gecreept werden und er braucht den Orb und er braucht den dritten Held. Ist immer noch, also Charlie kann immer noch die nächsten 2 Minuten nicht fighten. Nee, ich bin auch gespannt, wann Slash angreift. Invo Potion wäre jetzt vielleicht noch so ein Puzzlestück, das er braucht. Ansonsten hat er eigentlich alles, was er will. Hat zwar gerade noch kein Dispel, aber hat jetzt die Kodo mit der Aura, hat jetzt die Berserker, hat eine relativ große Armee, dritter Held ist da. Also was hält ihn jetzt noch vom Angreifen ab? Nicht viel. Das Upgrade für die Kodo ist auch durch, also er hat eigentlich alles, was er möchte. Und das sieht Slash genauso. Auf geht's, den Rock Golem. Oh nein, töte ihn, er wird geheilt. Oh nein, oh nein, wie ärgerlich. Oh nein. Er lebt noch. TC Storm in der Mitte, auf alles. Die Ghule kommen jetzt rein, vielleicht ein bisschen zu spät, aber guter Save für das, was es war. Versucht einen Konter-Nuke zu machen auf dem Shadowhunter, das klappt aber nicht ganz, auch wenn es knapp war. Huiuiuiuiuiui. Charlie lebt, aber auch nur so gerade. Sein Körper lebt vielleicht noch, aber innerlich muss der Mann tot sein. Nach dem, was hier gerade passiert, das war eine katastrophalste Creepjack-Situation, die man haben kann. Und das in Creepjack. Also, da muss er wirklich gucken, wie er da wieder rauskommt. Und Slash wittert jetzt seinen Sieg, wittert Blut. Ja, da sind halt keine Frenzy-Ghule, da sind keine Destroyer. Immerhin hat er jetzt einen Orb, aber auch keinen dritten Held. Das ist eine feine Situation für Slash. Auch wenn da immer eine Nova fliegt und mal eine Keul fliegt, aber die Trades sollten eigentlich ganz sicher in Slashes Richtung gehen. Gerade weil er noch eine große Mana-Potion hat. Der Shadowhunter ist am Start, der hat auch noch Mana für Healing. Also das ist in trockenen Tüchern hier. Ja, der TC kann machen, was er will, hat noch eine Mana-Potion, hat noch eine Invo-Potion. Niemand kann dem irgendwie zu Leibe rücken. Das sieht schlecht aus. Oder gut. Je nachdem. Ja, ich bin eigentlich immer für Slash, aber ich bin auch immer für den Verlierer. Von daher bin ich da oft zwiegespalten. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Dann bei dir ja literally. Ja. Die Underdog-Performer. Auch nochmal, Klapper Save. Und hier mit dem Purge auch wieder. Wir haben es gerade gesehen: Lightning Orb. Diesmal hier auf dem Shadowhunter. Die Kodos haben nichts. Aber an der Base. Ja. Ist immer noch so ein Thema. Aber Slash hat eine Echse unten links. Von daher, wenn er jetzt Charlie hier in der Base hält, dann passt das schon. Beide viel verloren, aber fast hier Level 4. TC kurz vor Level 4. Lich immer noch nicht Level 3. Slash ist auch so ein Typ, im Gegensatz zu uns, der gibt uns Spiel nicht mehr aus der Hand. Der fühlt sich nicht unsicher oder so. Der drückt einfach so lange, bis es nicht mehr geht. Und das ist genau... Okay, noch nicht jetzt, aber gleich. Nee, das stimmt absolut, das ist der Unterschied. Er weiß einfach, wenn er vorne liegt, er sieht das, er checkt das und er kann das auch emotional umsetzen. Und er drängt jetzt wirklich den Undead ganz tief in seiner Base. Nimmt jetzt schon die ersten Akolyten raus. Dann wird die Base auch fallen. Und ja, versucht's nochmal mit Keul Nova. Warum auch Mana. Dieser TC hat volles Mana einfach. Ja.
gerade seine Potion benutzt. Kommt aber hinten nicht so ganz rein. Dafür gibt's aber die Wölfe, die da jetzt hinten alles zerpflücken. Und jetzt auch kein Income mehr für Charlie. Er will, glaube ich, den TC-Nuke noch. Ohne Mana ist schwierig. Ja. Shadowhunter. Deswegen Shadowhunter kann er holen. Alle Gebäude feuern jetzt auf den TC gerade. Lit. Von den Wölfen zerfetzt. Und damit ist der Orb weg. Und damit ist auch die Hoffnung weg. Also scheint mir so, als hätte Charlie kein Problem gehabt zu warten. Also eilig hat er es nicht. Nee, das kann man nicht sagen. Aber vielleicht will er, hat er gedacht, dass ich musste so lange warten, dann machen wir jetzt auch ein langes Spiel. GG! Und da gewinnt er hier absolut. Souverän, kann man überhaupt nicht sagen. Verdammt! Damit GG, schön gemacht, kein Widerstand hier. Florentin 2-0, Jannis 2-0, Jannis bei Jannis kann es 3-0, Slash 1-0. Es könnte am heutigen Tag, dem 2.6.2022, die perfekte Sendung werden. Ja, das könnte wirklich sein. Ja, mal gucken, mal gucken. Also, Early Game lief ganz gut, glaube ich. Bin ja zweimal ganz gut erwischt. War irgendwie nicht Level 3, als ich ihn Level 3 erwartet habe mit dem DK. Und ja, dann dachte ich mir, dann war ich einfach kaputt. Ja. Ja. Das hast du dann auch gemacht. Ja. Ein Mann, ein Plan, ein Sieg. Jetzt kommt meine Map. Also seine war Tidehunters, meine ist Northern Isles. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Ihr seid bereit? Wir sind absolut bereit. Ich bin jetzt dann, wieder bereit, ja. Tu es. Dann mute ich euch wieder. So. Gut, dass mir das mit dem Kabel eingefallen ist. Das war smart, sonst hätte ich morgen einen Nackenschaden gehabt. Jetzt kann ich dich auch wieder anders platzieren. Anders platzieren? Muss ich, wieso? Ja, ich habe dich extra prominent hier aufgestellt. Weil ah ja, so wie es sich gehört für mich. Natürlich. Auf dem Podest. Gab's ich brauch dann wirklich mal so ein Setup, so ein Mount Rushmore oder irgendwie sowas, wo dann unsere alle drei Gesichter drin sind oder sowas. Das wäre toll. Gibt's nicht ein paar Artisten in der Florentin Will Community? Oh, da, bestimmt. Auf jeden Fall. Du hast so ein tolles Wartebild schon, diese Lofi oder wie das heißt, Geschichte. Genau. Kann da mal jemand was raushauen hier für Florentin? Ja, können wir gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es haben will, aber falls ihr da Bock habt, schreibt mich gerne an. Können wir da was koordinieren? Damit Jannis hier nicht immer so ganz versteckt hinter allen anderen sein muss. Ich finde, ich muss auch schon gesehen werden hier. Man, ihr seid auch echt professionell mit euren Greenscreens. Ne? Das macht schon auch was her. Das ist schon richtig. Ja, kann Rocket richtig Beans natürlich nicht mithalten. Kann Rocket Beans natürlich nicht mithalten. Ein grüner Hintergrund. Es gibt natürlich hier schönes Studiodesign, wirklich haptisch, authentisch. Nicht dieses Cyber-Cyber hier von Jannis Tjax, der quasi nur noch als Nullen- und Einsen-Mensch lebt. Nee, bei uns gibt es noch wirklich Unterhaltung zum Anfassen. Ja, ich finde es aber nicht wirklich authentisch, weil niemals wäre dein Raum so ordentlich wie der Raum, in dem du jetzt gerade bist. Ja. Absolut richtig. Ja, was heißt, dieser Raum ist ja auch nur in dem Bereich ordentlich, den man sieht. Also ihr wollt nicht sehen, was hier daneben oder was darunter ist. Weil so oft wird hier nicht sauber gemacht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe ja von einem Zuschauer den Clip zugespielt bekommen, wie du den Glühwein gefunden hast beim Elden Ring spielen. Ah ja. Das fand ich ja ganz schön lustig, muss ich gestehen. Ja, das freut mich. Vielleicht hast du auch bald die Möglichkeit, den Glühwein hier abzuholen. Ach, ja, ich bin ja halt beschäftigter Mann. Kann da nicht das stimmt immer. Natürlich. Ist ja nur 10 Minuten weg, aber trotzdem... Da muss ich raus, du hast keine Zeit. Alles voll gestopft, Headset aufladen, dann regnet, werde ich wieder zusammenschreiben, krank. Tweet schreiben, Tweet liken. Also das ist ein harter Job, den du da hast. Ganz anders als Slash, der macht sich leicht, der macht einfach dasselbe nochmal. Fast hier, Headhunter, kein Problem. Und auch bei Charlie sehen wir den DK, das kennen wir alle, das lieben wir alles, so muss das aussehen. Wie könnte das alles nach dem Patch aussehen? Vielleicht spielen wir dann komplett andere Helden. Vielleicht ist dann für Undead irgendwie der Tinker der beste erste Held und für Ork die Naga oder so. Und dann ist alles ganz merkwürdig. Ja, oder die Undeads werden so doll gebufft, weil jeder findet, die sind zu stark, dass man nur noch den Acolyte Rush macht, den wir vor 2 Wochen hier mal vorgestellt haben. Oh ja, das stimmt, das kann auch sein. Dass man gar keine Einheit mehr braucht, weil die Arbeiter alleine das Spiel schon gewinnen können. Richtig. Und vielleicht entwickelt sich das Meta, dass man gar keinen Helden mehr baut, weil der DK so genervt wurde. Kann auch sein. Und wir sollten die Balance machen. Wir beide sind genau die zwei Personen, die das machen sollten. Den Hass der gesamten Community auf uns.
Aber guck mal, der Charlie macht das ganz gut. Gibt hier kaum Raum für Last Hits. Das komplette Camp geholt. Nice. Ja, sehr geduldig auf jeden Fall. Nicht so schnell, wie es geht, den Creep machen, sondern wirklich kontrollieren, Gegner kontrollieren. Und da verliert er auch nichts und hat jetzt den XP-Vorsprung auf jeden Fall bekommen. Wenn Slash versucht zu nerven. Aber das sieht ganz gut aus mit den Ghoulen hier gegen die... Also mit dem Ghoul-Opening. Das funktioniert ganz gut. Ja, ich mag ja keine Ghoule, sonst würde ich es auch spielen. Ist sehr, sehr stark. Ja. Ohne Ghoul-Opener denkt man so, Ork ist ein bisschen stärker. Mit Ghoul-Opener denkt man so, Undead ist ein bisschen stärker. Es schwingt gerade ein bisschen hin und her, das Meta-Game. Ich kann dich aber total verstehen, so diese kleinen, zerbrechlichen Einheiten. Da, ich würde auch immer eine Huntress, eine Archer vorziehen, wenn es geht im Matchup, aber geht halt manchmal nicht. Aber ich kann dich da total verstehen. Slash macht's aber gut. Jetzt, er muss ja gleich mal wieder nach Hause irgendwie, aber damit er dann nicht mit leeren Händen dasteht, wenn die Frau aus dem Burrow ruft. Nimmt er noch einen Creep mit, vielleicht sogar noch das zweite. Oh. Das ist ein großes. Die Tuska und die Ogre. Die Wölfe tanken natürlich. Ein Blattlast haben wir schon drauf. Ja. Ah, bisschen nervig, aber die Wölfe, die halten das schon auf. Das ist Level 2 für Slash. Slash off. Zweite mal große Mana-Potion auch. Auf Map 1, jetzt auch wieder. Schwierig. Wow. Wow. Ja, bei Slash, da funktioniert das alles irgendwie immer so. Weißt du nicht, wie ihr das macht, dass das irgendwie alles immer so funktioniert? So eingeölt irgendwie. Ich glaube, der spielt doch gar nicht. Shield hier ab. Ich glaube, der spielt gar nicht selber. Nee, da nimmt er jemanden von dem, hier von seinem Clan, von seinem Team. Da nimmt er jemanden. Ja, das kann auch sein. Und dann lehnt er sich schön zurück und tut so für die Webcam, als ob er da jetzt ein bisschen was micron würde. Ja, genau. Oh, aber das Lightning Shield macht ja einiges an Schaden. Ein Headhunter hat er schon verloren. Oh, aber er setzt ja auch das Lightning Shield des Gegners gegen denselbigen ein. Also immer die volle Kontrolle. Das ist beeindruckend. Ja, wird auch nicht panisch oder so. Aber Charlie, der macht schon ein bisschen mehr Damage als vorher. Weigert sich noch, die Coil einzusetzen. Sollte er gleich machen, sonst wird er wahrscheinlich geblockt. Oder er weiß es absolut besser als ich und das Schwerthieb reicht. Er hat ja schon die Aura auf Level 2, der ist auch ein bisschen schneller, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Aber die Headhunter-Zahl wird auch mehr. Ich glaube, 4 waren die Zahl, wo Slash meinte, mit 4 Headhuntern kann man was machen. Aber vielleicht auch nur gegen Human, keine Ahnung, wie er das gegen Undead sieht. Ab wann man da ein bisschen Druck machen kann. Die Undead Base natürlich immer ein Tresor, niemand wagt sich daran. Das Fort Knox von Azeroth. Ja, du willst da nicht gerne hin irgendwie. So, das ist wie der Zahnarzt. Du musst manchmal rein, aber du willst nicht hin und du willst, wenn du drin bist, so schnell wieder raus. Bei mir ist es ja ganz anders. Ich will am liebsten nirgendwo anders hin. Als in meiner Base. Du willst nur zu Hause bleiben. Ich will nur zu Hause sein. Da ist muckelig, das ist warm. Ja, wie ist das mit diesem Blight? Also, wie fühlt sich das an? Ist das wirklich so matschig, weich? Oder, also, wie muss man sich das vorstellen? Das ist wie so ein Moorbad. Ich verstehe. Mhm. Aber es ist so auch ein bisschen eine Wärme, oder? So eine natürliche Wärme mit drin. Ja, genau. Es ist schon natürliche Wärme, weil es ist ja Biomasse. Mhm. Und auch organisch noch so. Und da passiert viel. Will man nicht unbedingt wissen, was und so, aber irgendwelche biochemischen Vorgänge. Okay, sehr schön. Diese Vorgänge haben vielleicht auch dazu geführt, dass Slash jetzt Level 2 Wölfe hat, statt Level 1 Wölfe und jetzt hier weiter nerven kann. Aber der Lich ist auch auf dem Weg. Ist jetzt schon fertig geworden und kommt gleich, schließt gleich auf. Aber bei Slash auch wieder der TC auf der anderen Seite, der immer schön den ganzen Rucksack voller Salben mitbringt. Frische, leckere Salbe. Ja, Charlie wartet noch auf seinen Lich. Der sollte gleich da sein. Da rappelt aber schon das Chain Lightning durch und der Stomp. Und das sollte eigentlich nicht sein. Man will nicht von allem getroffen werden. Lässt sich aber auch schwer vermeiden. Und damit ist schon wieder die halbe Undead Armee weg. Scannt hier auch nochmal die Base, will hier genau sehen, was er will. Hat hier die Crystal Ball auch mit dabei, kann immer wissen, was los ist. Auch wenn er sie vielleicht gleich verkauft. Aber es ist Tag, er kann nicht so leicht an den Shop. Hat auch keinen Mana mehr für Wölfe, also wie jetzt creepen mit dem TC vielleicht. Holt er sich was in der Taverne? Nee, ah, der ist ja noch gar nicht hier. Sah gerade so aus, ne? Sah kurz so aus. Sehnsüchtig hat er durchs Fenster geguckt. Aber gut. Das könnte auch eine gute Sketch-Serie sein. Wie diese 8 neutralen Helden da in der Taverne drin sitzen. Und immer so, nimm mich. Ja, schreib doch mal ein Pen and Paper dafür. Dann machen wir das. Ja. Slash, ich, keine Ahnung, wer noch.
Ja, und fünf weitere Leute. Und fünf weitere Leute. Alle acht Helden aus der Taverne. Welchen Helden aus der Taverne würdest du spielen dann? Ich bin, also wie wir im letzten Game gesehen haben, ich identifiziere mich stark mit dem Pitlord. Ah ja, nee, klar, kann ich verstehen. Oder die Darkwing. Ich habe ein bisschen überlegt, wie die Waffe des Pitlords heißt. Dieser Speer mit den Klingen vorne und hinten. Tja, das ist nicht, ganz dünnes Eis, weil wenn man jetzt was sagt, dann gibt's so Waffen-Nerds im Chat, da die das hundertprozentig wissen. Da kannst du nicht gewinnen. Nee, kannst nicht gewinnen. Das ist schon, weiß ich auch nicht. Nee. Mal gucken, vielleicht kommt ja jetzt jemand, der das weiß. Dark Ranger. Glewe glaube ich nicht. Glewe ist ja gekrümmt auch noch so. Das ist ja ein Stab. Und Glewe ist ja, also einerseits im Warcraft-Universum ist ja Glewe das, was der Demon Hunter hat. Dieses beidklingige Schwert. Und ich glaube, in der echten Welt ist eine Glewe eher ein Speer mit einer Klinge, aber nur an einer Seite. Dann ist eine Glewe. Ah. Oder, also ist dann auch ähnlich zur Hellebarde. Eine Hellebarde hat dann vorne die Spitze noch dran. Aber nur mit einer Klinge, glaube ich, ist es dann eine Glewe. Aber mit beiden Seiten weiß ich gar nicht. Echt. Also mein Chat sagt Kampfmönch-Spaten. Genau, kann ich für mich spaten. Das hat, da hat Slash alte byzantinische Dokumente gefunden, in denen das so aufgesperrt wird. Ah. Oh, Pendant of Energy lässt er liegen, Slash? Nein, oder? Nein, natürlich nicht. Der muss nur kurz sortieren. Bisschen Ordnung schaffen. Im Rucksack nochmal umräumen. Schön die schweren Sachen nach unten, die leichten oben drauf. Na gut. Oh, jetzt ist aber auch schon wieder Level. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Er ist Level 3, bevor der Lich Level 3 ist. Und jetzt kann er hier nochmal schön mit dem Storm zwei Einheiten rausnehmen. Oh, das tut weh. Gerade die Fiend tut weh. Ich weiß noch nicht, ob diese Fiend-Transition so nötig ist, weil mit Piercing Damage, was machst du großartig? Der Berserker hat Medium Armor, der Raider hat Medium Armor. Vielleicht hat er ein bisschen Angst vor Air, aber weiß nicht. Also ich glaube, er braucht einfach nur Ghoule und Destroyer. Und das war's. Wenn er auf Ghoule geht. Er ist gleich bei 49 Supply, 41 hier beim Undead. Ja, und wir nähern uns wieder diesem Punkt, wo Slash sich wohlfühlt. Gleich ist die Kodo-Aura fertig und dann hat er eigentlich alles. Ja. Und dann muss er jetzt nur noch den Creep-Spot, die Expansion frei creepen, weil im letzten Kampf hat er hinter dem Angriff so ein bisschen expandiert. Vielleicht möchte er das selber jetzt auch tun. Deswegen muss das erstmal weg. Ja, Charlie hat, glaube ich, gerade so ein paar Koordinationsprobleme. Seine Armee bleibt zu Hause, ihm fehlt noch ein Orb. Er ist vielleicht ein bisschen mit dem Kopf gegen eine Wand gelaufen oder so. Kann sein, vielleicht ist irgendwie so die Lampe runtergefallen oder so auf ihn drauf. Das passiert leider auch manchmal. Ich kann das nicht, ich kann mich nicht direkt unter Lampen setzen, die so von der Decke hängen. So ein Kronleuchter, ich könnte keinen Film gucken unter einem Kronleuchter oder so. Das ging nicht. Ich bin ja quasi in einem Lampengeschäft aufgewachsen. Von daher hatte ich schon Lampen, glaube ich, überall um mich rum. Die Angst kann ich leider nicht teilen mit dir. Du hast dann Vertrauen gefasst in die Lampen, weil du weißt, dass nichts passiert. Ich habe auch schon ein bisschen in Lampen gewohnt. Ah, die Claw! Ah, die Claws! Oh je, das wird mies. Supply ist relativ ähnlich, aber keine Destroyer gegen Wölfe. Und kein Orb. Das ist hart. Ja, jetzt ist die Dark Ranger mit dabei, hat aber, glaube ich, nur Silence. Ich sehe zumindest keinen Pfeil. Ja, raus, TP't. Shadowhunter überlebt nochmal mit dem Chain Heal? Healing Wave. Mhm. Healing Wave heilt ja auch immer den Shadowhunter selber, ne? Egal, was das Ziel ist. Nee. Nur wenn man das auf ihn selber castet auch. Oder halt echt? Random so, auf ihn spricht. Das heilt ihn selber auch so ein bisschen. Immer? Oh, das wäre mir. Ja, ist dann wohl wahrscheinlich eine Frage. Schreibt das gerne mal per Mail, florentin.will@rockabins.de für eine Janis-Kannes-Frage. Und falls ihr Notar seid, gerne auch nochmal notariell bitte den Fall nochmal aufmachen zum Thema Blight. Sacrificial die Verbindung, Blight. Florentin, ich weiß nicht, irgendwie ist hier gerade. Oh, wir verlieren Janis gerade. Ja, ganz schwer. Aufs Spiel konzentrieren, denn Charlie geht hier gerade in seine eigene Base rein, kauft sich eine Scroll of Healing. Gute Antwort natürlich auch gegen den TC und den Storm und Chain Lightning und den ganzen Kram. Jetzt können sie jetzt im nächsten Zusammentreffen kommen. Wölfe erstmal Vorhut. Okay, Destroyer vom Fenster. Ja, nicht auf dem TC und das kostet jetzt richtig böse. TC Level 4. Wir haben zwar jetzt einen Orb, aber trotzdem fehlt da noch einiges.
Hätte er jetzt die Ghule? Ich glaube, die hängen immer noch in der Base ab und machen gar nichts. Die Keulen ein bisschen zu spät, das tut auch weh. Okay, jetzt kommen ein paar Ghule dazu, aber das wird nicht reichen. Slash mit der Expansion im Rücken, mit den Leveln, mit dem Mana, was er hat. Oh, fast safe. Ja. Ja, letzte Chance oft, wenn man einen Kampf zu verlieren glaubt, dann einfach nochmal schön den Helden juken, um das TP zu erzwingen. Aber das Spiel sieht tatsächlich sehr ähnlich aus wie das erste Spiel. Jetzt hat Slash die Expansion fertig und Charlie muss gucken, wie er hier wieder aufholt. 41 Supply zu 58. Ja. Und die Expansion? Die läuft. Und läuft. Und läuft und läuft und läuft. Und Slash hat immer noch den Mana-Pot von ganz am Anfang nicht eingesetzt. An 9 auch? Ja klar, auf dem Shadow Hunter. Ah ja, hier auf dem Shadow Hunter, ja. Da hat er den Potion of Mana. Potion of Greater Mana. Aber es gibt keinen Lesser Mana, ne? Bei Clarity gibt's Lesser. Ja, da gibt's ja, aber gut, ja, okay, keine andere Clarity, ne? Naja, wir haben auf jeden Fall den Fight. Und es ist nicht mehr so viel da bei Charlie. Der rettet nochmal eine Statue, aber auch nur so für so lange. Farseer wieder ein bisschen ein Problem, aber der Lich ist einfach ausradiert. Und selbst wenn er den Farseer verliert, Farseer geht nochmal down. Sollte aber eigentlich kein großes Problem sein, würde ich sagen. Farseer kann er noch nicht in der Tabelle. Zwei Aura jetzt auch schnell. Ja, ist viel. Er ist eine Menge. Jetzt wartet er kurz, hat gleich das Gold für den Tavernen-Revive. Auf geht's. Tja. Immer eine Salbe parat. So jemand wie den TC, den braucht man einfach in seinem Freundeskreis. Einfach, der immer, egal wie es dir geht, du kommst gerade aus der Taverne, halbe HP, und der hat einfach eine Salbe für dich parat, schmiert dir die schön ins Gesicht rein und dann geht's dir gleich besser. Ich weiß nicht, ich würde nicht unbedingt gerne von meinen Freunden eingesalbt werden. Du, in den schlimmsten Stunden ist das alles, was dir bleibt. Und jetzt verkeilt sich hier gerade alles so ein bisschen ineinander. TC ist gesilenced, gutes Timing auf jeden Fall. Jetzt will er nur noch den DK. Er hat die Schnauze voll, selbst gefokust zu werden. Hat eine Invo-Potion, die sollte er benutzen. TC kommt fast nochmal ran für einen Stomp. Ist in nur Haaresbreite. Aber die Undeads, die können heute ganz gut dodgen, habe ich das Gefühl. Shadowhunter kann aber heilen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja. Finn geht auch down und ich würde sagen, das sieht hier schon sehr, sehr eng aus. Nur noch Ghule, eine Statue. Aber der Lich kommt gleich zurück. Vielleicht kann er nochmal einen Burst starten. Florentin, wir sind nah dran an Historischem. Wenn jetzt gleich die zwei berühmten Buchstaben kommen, dann haben wir es endlich geschafft. Nach Jahren wahrscheinlich. Endlich eine unbefleckte Sendung zu haben. Und der Lich, der sieht nicht gut aus. Der DK, der macht hier gar nichts. Und das ist... Es muss es sein. Es muss es einfach sein. Die perfekte Sendung. Die perfekte Sendung. Yes. Ah, Slash hat uns ausnahmsweise geschafft. Nicht hängen lassen. Oh. Wie sonst so oft. Wir haben unter diesem enormen Druck nicht zusammengebrochen, sondern leistet hier das Unmögliche. Und damit haben wir die perfekte Sendung zu 0. 9. Zu 0. Kann man aber so machen, ne? Und da sagt noch jemand hier, unser Training zahlt sich nicht aus. Es hat endlich funktioniert. Ja! Oh. GG, dankeschön nochmal an Charlie vor allem fürs lange Warten. Sorry dafür. Ja. Und danke dafür, dass du trotzdem noch gespielt hast in der Sendung. Ja, vielen Dank. Tut uns leid. Charlie, toll. Aber schön gemacht. Danke, danke. 9:0. Ist das nicht toll? Okay, Slash hat natürlich eine Niederlage im Quiz gehabt, aber hey, das lassen wir mal. Was? Ansonsten. Und wir gucken mal ganz kurz in den Kommentaren noch nach, wie das ist mit der Frage. Wir sagen einfach für den Moment die perfekte Sendung, wunderschön gemacht, großartig. Jetzt bin ich Platz 2, das heißt auch, ich habe noch ein Relegationsspiel dann um den Aufstieg, ne, gegen jemand anderen. Heftig. Sehr schön. Muss man mal gucken, ob wir das vielleicht nächste Woche dann spielen können, um den Aufstieg in Liga 2. Sag mal so, wenn es ein Nachtelf ist, können wir es vielleicht zeitig auch nicht spielen, aber ansonsten könnte das echt gut sein, dass wir das nächste Woche sehen können. Gerade wenn es gegen Nachtelf ist, Slash, haben wir da richtig Spaß. Das ansonsten sind wir natürlich auch fantastischen Content weiterhin auch immer bei Back to Warcraft. Was kommt da auf uns zu? Haben wir wieder ein Folge
gepacktes Wochenende vor uns eigentlich. Bevor ich da ins Schedule gehe, möchte ich nochmal kurz sagen, dass die Creepcamp-Liga natürlich, auch wenn die Saison bald vorbei ist, weitergehen wird in der nächsten Season. Und dafür kann man sich jetzt schon anmelden. Also wenn ihr denkt, was die Pappnasen da jede Woche hinzimmern, das kann ich auch und sogar besser. Meldet euch an. Je mehr, desto besser, desto fairer, desto ausgeglichener. Creepcamp.de. Da fehlt gerade so ein Sicherheitszertifikat. Da müsst ihr einfach weiterklicken. Da macht euch keine Sorgen. Aber creepcamp.de. Ansonsten, natürlich gibt es morgen den großartigen Back to Warcraft Weekly Cup, wo ihr euch auch alle anmelden solltet. Dann haben wir das komplett volle Programm am Wochenende. Oh. Samstag, 13 Uhr. Show Cup ist back und zwar mit leicht geänderten Regeln. Das sind ja diese Show-Matches, wo Happy seit 19 Wochen unschlagbar ist. Jetzt hat sich der Organizer gedacht, wir ändern mal ein bisschen was. Und zwar müssen jetzt die Spieler auch mit einer Off-Race spielen. Viermal Best of 2 mit Main-Races gegeneinander, mit Off-Races gegeneinander und Main-Race gegen Off-Race. Und der erste Gegner ist Focus, das am Samstag 13 Uhr. Und am Sonntag 13 Uhr spielt der Gewinner von dem Spiel am Samstag gegen Lin. Da freue ich mich brutal drauf. Genauso wie auf die ESL-Meisterschaft. Relegation, wer wird Teilnehmer sein in der Herbstsaison? Das entscheiden wir ab 16.30 Uhr jeweils am Samstag und Sonntag. Boah. Durchgehend fantastischer Content hier auf Back to Warcraft natürlich. Slash, wie schaut's bei dir aus? Was erwartet uns bei dir auf Twitch? Ich mache jetzt gleich noch die Podcast-Aufnahme, die streame ich ja für alle Subs immer live. Alle anderen kriegen das am Samstag. Diesmal habe ich auch einen Gast, weil der gute Hax ist bei Rock am Ring. Deswegen habe ich diesmal Nase, den Teammanager vom Rocket Beans Team, den habe ich als Gast heute. Ansonsten gibt's morgen bei mir den Back to Warcraft Cup, den ich als Admin natürlich auch unterstütze und morgen auch auf Deutsch casten werde. Am Samstag gibt's ebenfalls, wie bei Janis bei mir, auch die ESL-Relegation, weil da laufen immer viele Spiele gleichzeitig. Wir versuchen, möglichst viel abzudecken. Das heißt, Janis castet das eine, ich das andere Spiel. Und am Sonntag gibt's bei mir Clan War Action, das Halbfinale der Master League. Geht da an den Start. Nee, Quatsch, Entschuldigung, das Finale der Master League Division 2. Die Ducklings, die Playing Ducklings gegen das Team Eternal Faith. Das gibt's am Sonntag bei mir. Stark. Also schaut da mal vorbei bei Slashor, SL4SHOR auf Twitch. Ansonsten sehen wir uns natürlich nächste Woche für Creepjack wieder. Dann schauen wir mal, vielleicht haben wir ein Relegationsspiel von Slash oder noch weitere Ligaspiele auf jeden Fall. Ich bin jedenfalls durch für diese Liga. Ich bin zufrieden, nicht abgestiegen, nicht aufgestiegen. Liga 4 ist also weiterhin mein Ort. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Haut rein. Habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Haut rein. Macht's gut.